Ein neues Spiel ist erschienen am großen Himmel des furchtbarsten Spiele des Jahres. Ich will nicht nochmal Himmel sagen, aber mir fällt kein anderes Wort ein. Pokémon ist draußen. Und yeah. Pokémon hat den Vogel jetzt absolut abgeschossen, indem ich habe keine Ahnung, was da passiert ist und ich wollte es mir eigentlich nicht holen. Dann habe ich gesehen, wie absolut broken das ist und dachte mir, hey, damit kann ich Spaß haben. Einfach weil ich liebe kaputte Spiele. Wer diesen Podcast schon etwas länger verfolgt, der sollte das wissen. Mhm. Und dann habe ich es mir tatsächlich gestern gekauft. Ganz spontan. Ich wollte erst noch, ich war erst noch so, warte ich vielleicht doch noch. Nächste Woche kommt bestimmt irgendwo 3-für-2 Aktionen, weil Black Friday. Dann war ich so, ach komm, nee, ich hole mir das jetzt. Und ich habe 55 Euro dafür ausgezahlt und ich bereue jeden einzelnen Cent dafür, davon. Oh nein, warum? Sogar ich bin diesmal stark geblieben und ich bin normalerweise auch gerne Pokémon zum Launch. Ich habe es mir nicht geholt, weil es Pokémon ist. Ich habe es mir geholt, weil dieses Spiel echt kaputt ist. Ja. Was ich nicht erwartet habe, ist, dass ich nicht nur mit einem kaputten Spiel belohnt werde, sondern mit einem, was absolut hässlich ist und definitiv eines der hässlichsten Spiele ist, die ich in den letzten 15 Jahren gespielt habe. Wow. Ich habe nicht erwartet, dass ich mit einem Spiel belohnt werde, was so furchtbar langweilig ist, dass selbst Schwert und Schild plötzlich interessant wirken. Wow. Schwert und Schild war der Grund, warum ich mir jetzt kein Pokémon mehr hole, aber kein neues. Mit der kleinen Ausnahme von Arceus, weil das doch recht gut ausgesehen hat und auch Spaß gemacht hat. Der Disclaimer, ich bin noch nicht super weit in der Story und sowas, kann sich noch verändern, aber diese 4-5 Stunden, die ich bis jetzt, nein, was, warte, es sind schon bestimmt 7 Stunden oder so, wie ich es ja reingebuttert habe, furchtbar. Okay. Absolut, absolut furchtbar. Also, dieses Spiel schafft es nicht, zu einem einzigen Zeitpunkt 30 Frames pro Sekunde zu erreichen. Das ist schon mal ein ordentliches Statement. Und das gibt viele Spiele, die halt wenigstens das schaffen, wenn sie auch hässlich wie die Nacht sind. Pokémon, Stichwort Sonic Frontiers. Pokémon Karmesin und Purpur, ich musste gerade die deutschen Namen überlegen. Ja. Schaffen das nicht. Wer sich in den Pop-In in Sonic Frontiers beschwert und den als großen Kritikpunkt herausstellt, aber Pokémon lobt, es tut mir leid, diese Personen haben ab sofort ihr Recht verloren, irgendwas zu sagen zu Pop-In. Ouch. Weil bei Pokémon ist es so, dass die Spielfiguren teilweise aufpoppen, nachdem man an ihnen vorbeigelaufen ist. Mhm. Habe ich schon Videos davon gesehen, ja. Dann gibt es bestimmte Situationen, wo man in eine Cutscene läuft, dann sieht man, wie einfach alle Charaktermodelle und sowas in der Umgebung despawnen. Man wartet, also das ist mir einmal passiert, dass es so krass war, man wartet so circa 10 bis 15 Sekunden, ohne irgendwie die Möglichkeit, was zu tun, weil das Spiel scheinbar erstmal alle Charaktermodelle ausblenden muss, die da irgendwie in der Gegend rumschwirren könnten, bis dann die Cutscene startet. Render Distance ist halt so 2 Meter. Es gibt ganz, ganz witzige Sachen, dass Leute einfach auf Berge zulaufen und diese Berge, man sieht quasi, als würden sie sich komplett verformen, weil sie erst geladen werden, weil die Texturdichte erhöht wird, so 5 Meter, bevor man da ist. Wow. Und ich kann aktuell eigentlich nahezu keinerlei positive Worte finden über Pokémon. Ja, ich meine, es gibt Dinge, die funktionieren ganz okay. Das Anfangsgebiet sieht für ein Pokémon-Spiel passabel aus. Mhm. Das war positiv. Ja, immerhin. Also man kommt dann halt auch irgendwann so in die Schule, das ist nicht weit im Spiel, also spoiler ich damit halt auch niemanden, denke ich. Und dann sitzt man da in diesem Klassenraum und da sind dann die ganzen Schüler, ja, freuen sich auf den Unterricht. Und es ist eine Cutscene, muss man dazu sagen. Seltsame Welt ist es, wo Schüler sich auf den Unterricht freuen. Das ist nicht der Kritikpunkt, das, keine Ahnung, finde ich weiß, okay. Ich weiß, sorry. Aber dann sitzen da, keine Ahnung, 15 Schüler in diesem Raum und die bewegen sich, wackeln ein bisschen mit den Beinen, bewegen die Arme. Sie tun das aber in 5 Frames pro Sekunde. Ich habe den Clip auch gesehen. Es sieht sehr weird und falsch aus. Also wirklich auffällig. Extrem auffällig. Und das sind jetzt nur so die oberflächlichen Sachen. Es ist auch super vielen Spielern passiert, dass sie einfach durch die Welt fallen. Also, dass sie irgendwie laufen oder irgendwo runterspringen und plötzlich fallen sie einfach ins Nirvana, weil da irgendwas nicht richtig gemappt ist. Dann, ja, also man kann normalerweise am Anfang noch nicht Berge hochlaufen mit dem Reit-Pokémon, was man hat. Aber das funktioniert einfach, indem man sich in die entgegengesetzte Richtung umdreht und dahin schaut und dann einfach springt und während man mit dem Rücken zum Berg ist, halt immer weiter hochspringt, weil da die Kollisionsabfrage nicht richtig funktioniert. Okay, wow.
Ich habe es schon geschafft, dass mein Reit-Pokémon, ich bin gesprungen an irgendwie einem Zaun und dann ist es einfach in der Fallanimation und ich kann mich da weiter bewegen. Das Video habe ich dir, glaube ich, gar nicht geschickt, David. Oh, okay, ja. Ich hab's dir mal da gelassen, dann kannst du gleich mal reinschauen. Oh nee, will ich überhaupt. Und ich bin einfach an einem Punkt, wo ich sagen muss, das, was Game Freak da released hat, und ich will nicht auf Game Freak jetzt explizit rumbashen, aber dazu gleich, das ist eine Frechheit. Das ist eine absolute Frechheit, was Nintendo da published hat, was die Pokémon Company durchgewunken hat und was Game Freak entwickelt hat, wobei ich das relativieren muss, weil Game Freak halt für die Spiele absolut kein Geld bekommt. Ja, kein Geld, kein Budget und keine Leute wahrscheinlich auch, ja, die so ein Open-World-Projekt eigentlich benötigen würde. Und es sind immer wieder die gleichen Stimmen, die halt bei, wenn der erste Trailer kommt, sagen, bis zum Release ist das noch voll viel Zeit, da kann sich doch noch so viel verändern. Es hat sich nichts verändert, es ist schlimmer geworden seit dem ersten Trailer. Ja, eben, das Spiel hat ja im ersten Trailer schon ein bisschen rough ausgesehen damals, wo ich mir dann gedacht habe, ouch, das sah irgendwie, keine Ahnung, also ist ein bisschen besser aus im Vergleich. Und dann gibt es halt auch solche Menschen, die sagen, hey, Game Freak ist doch nur ein kleines Indie-Studio, hack doch nicht so auf den rum. Und ich denke mir so, bitte was? Pokémon ist die größte Multimedia-Franchise des Planeten. Laser nicht. Genau. Und ja, Game Freak ist kein Riesenstudio, aber so wie beispielsweise die Entwickler und Entwicklerinnen von Breath of the Wild, die haben sich Monolith Studios als Hilfe dazu geholt. So was könnte Pokémon auch problemlos machen, weil es ist das größte Multimedia-Franchise der Welt. Ja, yep. Es sollte nicht so schwer sein, ein bisschen was von den Milliarden Profiten, die Pokémon einnimmt, in Richtung Videospielentwicklung einfach so weiterzuleiten und einfach dafür zu sorgen, dass Game Freak die entsprechenden Ressourcen hat, um wirklich innerhalb von ein paar Jahren ein gutes Spiel aus dem Boden zu stampfen, das nicht mit solchen extrem heftigen technischen Problemen zu kämpfen hat. Weil das ist nicht die Schuld der Switch. Das ist absolut nicht die Schuld von der Nintendo Switch, dass das Spiel wirklich so schlecht läuft und so eine schlechte Grafik hat. Ich habe letzte Woche sehr auf Sonic Frontiers rumgebasht, wie hässlich es auf der Switch ist, aber wenigstens läuft es flüssig. Ja, weil es gibt halt Spiele, die sehen echt gut aus. Beispiel Xenoblade Chronicles. Und nur als Vergleich, mit Sonic läuft man extrem schnell durch diese offene Welt. Bei Pokémon, ja, mit Pokémon ist man vergleichsweise relativ langsam unterwegs. Wahrscheinlich ein bisschen schneller, wenn man auf ein Bike sitzt oder diesen fahrenden Pokémon, glaube ich. Keine Ahnung. Es ist immer noch viel zu langsam, das muss ich dazu sagen. Es ist immer noch langsam, aber halt ein bisschen schneller. Aber keine Ahnung, Sonic schafft es relativ gut auf der Switch 30 FPS zu halten. Relativ durchgehend eigentlich. Natürlich mit grafischen Abstrichen, aber das ist halt natürlich zu erwarten. Naja, durchgehend 30 FPS schaffst du in Sonic auch nicht, weil die dippt halt immer mal so runter auf 28, 29. Ja, aber es ist trotzdem kein Vergleich zu Pokémon. Gar keiner. Mhm. Also alles, was weiter weg ist als 5 Meter, bewegt sich in reduzierten Frames pro Sekunde und reduziert im Sinne von 5 bis 10 vielleicht, wenn ich ganz, ganz nett bin. Mhm. Aber halt auch das Basisspiel läuft zu keinem Zeitpunkt in 30 Frames pro Sekunde. Es ruckelt und ruckelt und ruckelt und ruckelt einfach permanent. Ja, ich habe den Day-One-Patch, wo man meinen würde, vielleicht haben sie da ein bisschen was geändert. Nein, ich habe beides gespielt. Ich habe einmal das Spiel angemacht, bevor ich den Day-One-Patch hatte und einmal, nachdem ich ihn hatte. Nee. Ja, es ist, für mich ist es einfach absurd zu denken, dass das einfach ein Produkt ist, das von der größten Multimedia-Franchise des Planeten einfach so rausgeworfen wird. Dass das einfach eines der großen Flaggschiff-Titel der Nintendo Switch sein soll. Unter anderem auch von Nintendo gepublished, weil Nintendo gehört ja Pokémon und dann kommt sowas dabei raus. Es ist echt absurd. Es ist im Grunde die Sonic 06-Situation für Pokémon aktuell. Und ich möchte kurz erwähnen, das Spiel hat auf Metacritic einen Metascore von 77. Mhm. Das heißt, das ist bei Metacritic sogar grün. Das hat Sonic beispielsweise nicht geschafft. Und der User-Score liegt bei 2,9 von 10. Au. Und also ja, ich weiß, das wird wahrscheinlich auch ein bisschen sein Fair Share an Review-Bombing abbekommen. Das möchte ich an der Stelle gar nicht sagen. Mhm. Aber Game 2, für die, die Game 1 noch kennen, das ist quasi der Nachfolger von den Rocket Beans gemacht, ist, ja, die haben ein Instagram-Story gepostet, die das sehr gut zusammenfasst. Ein Rollenspiel mit einer hässlichen, toten, ruckeligen Open World erscheint. Frage, ist es ein Pokémon-Spiel? Lautet die Antwort nein. What the fuck is this shit? Ist die Antwort ja. Ja, es geht in die richtige Richtung. Es geht schon seit irgendwie 3-4 Spielen in die richtige Richtung, keine Sorge. Ich weiß nicht, was sie aus diesem Spiele-Franchise gemacht haben. Es ist
Inzwischen ja, ist es halt einfach nur noch lächerlich und würde ich sagen, es ist ein Schatten seiner selbst, wie es noch vor 10, 20, 10, 15 Jahren gewesen ist. Das wäre leider zu beschönigend. Es ist halt, keine Ahnung, es könnte vielleicht ein gewisser Fehler gewesen sein, dass man irgendwie 3 Pokémon-Hauptprojekte innerhalb von einem Jahr einfach rausgeworfen hat nach der Reihe und dass da vielleicht ein bisschen was auf der Strecke bleibt, ein paar Ressourcen liegen bleiben. Ich meine, gut, die Remakes von Generation 4 sind outgesourced worden, das stimmt. Da hat Game Freak jetzt wahrscheinlich weniger damit zu tun gehabt. Aber allein Arceus war ein ziemlich großes Open-World-Spiel. Jetzt die neuen Editionen sind, also Scarlet und Violet sind Open-World-Spiele. Und klar, wenn man da 2 solche Spiele innerhalb von sehr kurzer Zeit rauswirft und an beiden irgendwie so gleichzeitig entwickeln muss, dann klar, es ist leider verständlich, dass da ein bisschen was liegen bleibt. Und ich schätze mal, beide Spiele hätten ein bisschen mehr Zeit im Ofen gebraucht. Wir brauchen jetzt aber auch nicht so tun, als wäre das was Neues. Also ich frage mich, wann wir endlich mal an dem Punkt sind, dass wir auch offen, ohne dafür gehatet werden, sagen können, dass Pokémon eine schwierige Übergangsphase in 3D hatte. Weil seitdem es 3D-Pokémon-Spiele gibt, ist die Qualität mehr und mehr und mehr und mehr gesunken. Der Content wurde mehr und mehr und mehr beschnitten. Mhm. Und wann dürfen wir das halt endlich sagen? Weil das ist wirklich ein krasser Fall von Transition in 3D ist halt nicht gut gelaufen. Ja, also das einzige Spiel, wo ich sagen würde, ja, das hat echt Spaß gemacht durchzuspielen, war Sonne und Mond für mich. Also und das war sogar ohne, dass ich mir jetzt irgendwie die nächsten 2 Editionen noch geholt hätte, die Upgrades. Und ich habe mir Sonne und Mond und das hat Spaß gemacht, aber das war jetzt das einzige 3D-Pokémon, wo ich wirklich sagen könnte, ja, yeah, das war jetzt lustig, das war gut. Von den Haupteditionen zumindest. Ultra Sonne, Ultra Mond haben mir tatsächlich auch ein bisschen Spaß gemacht, die normalen Spiele nicht. Weil das, also Ultra Sonne, Ultra Mond haben halt einfach sinnvoll Content hinzugefügt, höherer Schwierigkeitsgrad etc. Aber ja, ich sehe deinen Punkt. Ich würde noch sagen, Omega Rubin, Alpha Saphir waren halt ganz okay, haben mir sehr viel Spaß gemacht damals. War auch okay, ja, bestimmt. Aber halt alles ansonsten, es tut mir leid an alle Pokémon-Fans da draußen, ich will euch die Reihe nicht schlecht reden, aber das ist nicht, wie Spiele in 2022 aussehen, laufen und funktionieren sollten. Ja, es tut einfach als langjähriger Pokémon-Fan, wie wir beide es ja ziemlich sicher sind, zumindest in meinem Fall, tut es einfach weh zu sehen, was aus dieser Reihe so ein bisschen geworden ist. Wie wenig Mühe da einfach in die einzelnen Spiele inzwischen nur mehr reingesteckt wird. Ich spiele Pokémon, seitdem ich 5 bin. So, ich liebe Pokémon, seitdem ich 5 bin. Und es tut mir im Herzen weh zu sehen, was aus zumindest den Spielen geworden ist. Während der Anime im Prinzip seit XY mit jeder Season nur noch besser wird. Obwohl, Sonne und Mond fand ich nicht so gut wie XY, aber das ist persönliche Ansicht. Die Mangas sind halt richtig, richtig gut. Und weiß ich nicht, alles, was von Pokémon kommt, ist geil. Aber die Spiele sind so der letzte, es tut mir leid, Abfall geworden. Das sieht halt wirklich aus wie ein Indie-Spiel, was irgendwie von einem Studio mit 3 Leuten gemacht wurde. Innerhalb von 5 Jahren oder sowas. Aber nicht wie das größte Multimedia-Franchise der Welt. Und ich hasse es... was da die Prioritäten eigentlich aktuell sind. Ich hasse es, dass diese Reihe immer wieder damit wegkommt und ja, ist ja ein guter Schritt in die richtige Richtung. Während zum Beispiel wir bei Sonic sehen, dass einfach jedes Spiel mit Sonic 06 verglichen wird und einfach scheiße bewertet wird, weil es gab ja mal Sonic 06. Mhm. Sonic Frontiers jetzt als leichte Ausnahme, aber wäre Sonic Frontiers ein Pokémon-Spiel oder wäre Sonic so wie die Pokémon-Reihe, dann wäre Sonic Frontiers mit einer 95 bewertet worden und zwar durchgängig. Wow. Da brauchen wir uns nichts vormachen, David. Du weißt auch, dass es so ist. Ja, Matti, kommen. Es gibt schon einen gewissen Bias hin und wieder auch. Das merkt man einfach ein bisschen. Und wenn ich dann in einem Review beispielsweise für Pokémon lese, Moment, also erstmal die Bewertung war 85%, Präsentation 72%, Sound 81%, Gameplay 91%, Umfang 82%. Und das Review enthält diesen Satz: Lange wird Nintendo nicht mehr um einen wirklich leistungsstärkeren Nachfolger herumkommen, denn Pokémon Karmesin und Purpur schrammt objektiv betrachtet zumindest in Teilen nur knapp an einem technischen Desaster vorbei, wenigstens gemessen an der Qualität, die man von Game Freak sonst gewohnt ist. Und dann hat das Ding eine 85. Ja, die Technik wird scheinbar noch nicht wirklich ganz so gut, also fließt nicht so stark in die Bewertung ein, wie jetzt zum Beispiel andere Aspekte, wie halt das Gameplay. Und das Grund-Gameplay scheint ja nach wie vor relativ okay zu sein, gehe ich mal davon aus. Aber, ja. Das Gameplay ist halt, das Gameplay hat das Pokémon-Diamant- und Perle-Problem. Alles ist halt furchtbar langsam. Diamant und Perle hatten damals das Problem, dass, ja, erstes DS-Spiel, die kamen mit der Performance noch nicht so richtig klar, was aber damals
meiner Ansicht nach fair war, weil der DS war halt echt neu und sie haben es in nachfolgenden Titeln dann verbessert. Mhm. Jetzt haben sie Probleme mit der Performance auf der Switch gehabt und sie einfach konstant verschlechtert. Mhm. Nee, also ich kann das Ding einfach nicht mehr tolerieren. Ich überlege gerade wirklich, ob ich das Spiel abbreche und ob ich sage, ich gebe es einfach zurück. Weil das ist ein Desaster, dieses Spiel. Das ist ein absolutes Desaster. Ja, wie gesagt, ich weiß, warum ich mir die Spiele zum Launch nicht mehr hole. Es tut mir leid, dass ich jetzt über Pokémon reden musste, aber gerade weil Sonic so frisch... zu unserem Gunner Pokémon-Cast, zu unserem neuen Pokémon-Podcast. Aber gerade da Sonic jetzt so frisch draußen ist und halt immer noch sehr viel Kritik für seine Technik abbekommt, musste ich über Pokémon sprechen, weil es tut mir leid, ich kann nicht verstehen, dass da positive Bewertungen für reinflattern. Ich kann es nicht verstehen. Aber es ist ja ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Ja. Das haben wir über Sonic übrigens auch gesagt. Und zwar, weil wirklich eine Verbesserung vorliegt. Ja. Puh, Rooksters Rant der Woche abgeschlossen und damit herzlich willkommen zum Godder Podcast. Ja, wir sind tatsächlich ein Sonic Podcast. Man möchte es nicht glauben. Man mag es nicht glauben. Wir sind ein Podcast, der sich mit Sonic beschäftigt und mit seinen nervigen Freunden, mal mehr, mal weniger. Mhm. Aber wir sind natürlich auch beide große Gaming-Fans im Allgemeinen und deswegen es tut mir leid, es war meine Entscheidung, jetzt drüber zu sprechen. Ging nicht aber anders. Wie gesagt, es ist ja auch ein großes Thema, das aktuell durch die Gaming-Community geht. Und wir, das sind einmal der liebe David, aka Dev. Hallo. Und ich bin Steven, beziehungsweise Rookie. Wir sind beide Admins von Spindash.de, der mitunter größten Sonic-Seite in Deutschland. Mhm. Nach wie vor. Yep. Und eine der einzigen, aber okay. Und bevor wir zu unserem bekannten News-Replik kommen, einmal kurz die Info, dass wir heute natürlich unsere Diskussion zu Sonic Frontiers weiterführen werden. Genau, ja. Vorher aber noch ein kurzer Heads-up, nämlich es ist gerade große Aufbruchstimmung auf Twitter. Mhm, sehr nett, aus, aus verschiedenen Gründen, die wir jetzt nicht genauer erläutern. Wir werden natürlich auf Twitter erstmal bleiben, solange wie diese Plattform noch existiert oder auch nicht. Ja. Mal gucken, wir wissen nicht, was da jetzt passieren wird. Ja. Ich will da nicht überstürzte Aussagen treffen, von wegen Twitter stirbt, aber nur für alle, die uns dort folgen, unter dem Handle @spindash_de. Falls Twitter nicht mehr existiert, gibt es natürlich andere Möglichkeiten. Erstmal unsere Website, der YouTube-Channel @rookie185 oder jetzt auch neu Mastodon. Oh. Wir sind jetzt nämlich auf Mastodon auch eigentlich schon eine ganze Weile vertreten, aber jetzt posten wir da auch aktiver alles, was unsere News und so betrifft. Mhm. Und wir sind. Also das Fediverse ist halt ein bisschen schwer zu erklären jetzt in kurzer Zeit, deswegen lasse ich es mal. Falls ihr Fragen habt, können wir das in einer anderen Woche mal machen. Mhm. Aber egal auf welchem Server von Mastodon ihr seid, ihr müsst einfach nur in der Suche @spindash@mastodon.social eingeben und dann solltet ihr uns finden. Und falls ihr auf Mastodon seid, natürlich freuen wir uns über einen Follow. Ganz genau, ja. Und ihr werdet, wie gesagt, da auch alle News sehen, die wir posten auf Twitter. Also macht euch da keine Gedanken, dass ihr irgendwas verpasst. So, dann, wir haben Sonic Unleashed beendet in unserem Livestream. Eggman Land lief nicht ganz so gut, wie ich dachte, aber immer noch passabel. Passabel. Wir waren da halbe Stunde durch. Das kann man akzeptieren für Eggman Land. Ja, das waren nicht mal 25 Minuten. Ich hatte noch 3 Millisekunden bis zu 25. Stimmt, das waren sogar 25. Okay, ja. Und da passt es auch ganz gut, dass Sonic Unleashed, zumindest in den USA und Japan, diese Woche auch Geburtstag gefeiert hat. Nicht diese, letzte Woche. Ja. Yep. Das Spiel ist jetzt 14 Jahre alt. Das Spiel ist und bleibt eines unserer Lieblingsspiele. Also mein persönliches Sonic-Lieblingsspiel und steht in meinen Top 3 meiner absoluten Lieblingsspiele. Und bei David wechselt es sich, glaube ich, mit Sonic Generations ab. Ja, mit Sonic Generations und Sonic Mania, je nachdem, wie ich gelernt bin. Aber es ist auf jeden Fall in den Top 3 meiner Sonic-Spiele. Und deswegen alles Gute zum Geburtstag, plüschiger Werehog. Ich mag dich. Yay. Alles Gute zum Geburtstag. Und dann hat... Und kriegen wir endlich Sonic Unleashed 2. Niemals, leider. Ah, ich würde auch einen PC-Port nehmen. Dark und Lightgeier sind tot. Ja, stimmt. Und dann hat der David noch eine kleine Korrektur im Zusammenhang mit den Comics für euch. Ja, ganz genau. Nur eine kleine Korrektur. Und zwar habe ich letzte Woche gesagt, dass das Tales 30th Anniversary Special und Scrapnik Island Nummer 2 jeweils eine Woche versetzt kommen. Scheinbar habe ich da eine falsche oder veraltete Information gehabt oder ich habe mich auch verschaut. Kann natürlich auch gut sein. Ich weiß jetzt nicht genau, was da jetzt der Fehler war. Aber diese beiden Ausgaben sind tatsächlich gleichzeitig rausgekommen und zwar auch beide schon am 16. November, also letzten Mittwoch. Und dementsprechend haben wir einfach doppeltes Comic-Futter am letzten Mittwoch erhalten. Und ihr könnt euch das Tales 30th Anniversary Special und
Scrapnik Island, die zweite Ausgabe der aktuell laufenden Miniserie. Könnt ihr auch schon auf der App eurer Wahl oder vom Importeur eurer Wahl dann direkt schnappen. Genau. Ah ja, tut mir leid für diesen kleinen Fehler. Ich, wie gesagt, weiß nicht, es kann sein, dass ich mich verschaut habe oder dass da einfach irgendwie veraltete Daten rumgeschwirrt sind. Aber diese Ausgaben sind beide am Mittwoch aufgetaucht, letzten Mittwoch. Gut. Wolltest du noch was sagen? Nope, das wär's eigentlich. Wir kommen später noch zu den Comics. Genau, wir kommen später noch zu den Comics. Und jetzt geht es dann los mit unserem News-Rückblick, durch den wir hoffentlich ein bisschen schneller kommen heute. Wir probieren's. Mal schauen. Wir probieren's. Mal schauen. Wir sind schon 20 Minuten drin. Ups. Ja, aber da ist Pokémon schuld. Wieder mal. Ja. Und natürlich, das ist jetzt nur ein kleines Heads-up, weil wir haben letzte Woche schon darüber berichtet in der Podcast-Folge. Am Montag kam der Monster Hunter DLC für Sonic Frontiers raus, für alle Plattformen, kostenlos. Ihr kriegt damit zwei Kostüme, einmal das Rathalos-Kostüm und das Feline-Rathalos-Kostüm, was im Deutschen irgendwie F-Rathalos, glaube ich, heißt. Okay. Und zusätzlich ein neues Minispiel am Angelteich, womit ihr Fishing-Tokens bekommen könnt. Da müsst ihr das Fleisch braten und es natürlich nicht verbrennen lassen, aber es sollte auch, ja, durch sein, sagen wir mal so. Ja, also gutes Timing auch. Was aber noch nicht bekannt war, PlayOn hat eine Pressemitteilung veröffentlicht, in der es heißt, dass der Monster-DLC nur der Anfang ist und es noch eine ganze Reihe weiterer kostenloser DLCs geben wird, bis ins Jahr 2023 hinein. Wir haben noch keine Details, was da alles kommen wird. Wir wissen aber, beispielsweise in Japan gibt es ein kostenloses Coco-Emote, was man in der Sega-Lottery gewinnen konnte, wo Sonic mit dem Coco-Football spielt. Also der Coco ist der Football. Autsch. Rücksichtslos. Und von der sehr populären VTuberin Corone gibt es auch ein, ich weiß gar nicht, was es ist. Also die Coco werden da irgendwie zu anderen Sachen. Und ja, es gibt, glaube ich, auch ein spezielles Emote. Genau, es steht alles im Zusammenhang so mit Corone. Und Corone ist ja auch die Sonic-Botschafterin, könnte man sagen, in Japan. Also sie macht ja auch viel offizielle Projekte zusammen mit Sega. Und dementsprechend hat sie da auch ein DLC bekommen. Und die Coco werden da einfach zu solchen Köpfchen. Ich keine Ahnung, wie ich das genau beschreiben soll. Ich schätze mal, es sind einfach so Follower-Emotes für Corones Streams. Irgendwas in der Art. Und ja, einfach so eine kleine Spielerei. Und das ist auch ein DLC, wo viele Leute irgendwie im Westen den auch gerne hätten, habe ich schon sehr viele Stimmen gehört. Und keine Ahnung, vielleicht kommt er irgendwann auch zu uns. Ja, das werden wir dann noch sehen. Wichtig ist nur, es wird weitere DLCs geben. Es wird gratis DLCs geben. Ich glaube, kostenpflichtige DLCs wurden relativ früh schon ausgeschlossen. Ja, keine Ahnung. Ist jetzt also irgendwann in einem Interview, glaube ich. Es ist viel, glaube ich, in einem Interview mal die Aussage. Aber das ist gefährliches Halbwissen, da bin ich mir gerade nicht sicher. Ja. Also es kann schon sein, dass sie irgendwie noch einen größeren DLC vielleicht zu Sonic Frontiers nochmal basteln werden, je nachdem, wie gut das Spiel dann tatsächlich läuft und ob es sich rentiert, da nochmal Ressourcen reinzustecken. Aber das muss man dann rausfinden, ne? Ja. Und ja, im Prinzip, das ist die Nachricht. Der Monster Hunter DLC ist draußen. Und so, ja, es wird wahrscheinlich ein bisschen zu spät sein schon, aber ich wollte nochmal ganz kurz erwähnen, dass Sega Heartlight ein Giveaway macht auf Twitter von einer Izuka-san signierten Sonic Frontiers Kopie für die Plattform eurer Wahl. Für jede Plattform gibt es das einmal. Endet aber am 21. November, also heute. Oh, okay. Entsprechend wird es für euch wahrscheinlich schwierig, da noch teilzunehmen. Aber ich wollte es nicht unerwähnt lassen, dass es das gab und dass ich das sehr cool finde. Und ich hoffe, ich gewinne eine Xbox-Kopie. Hoffentlich, ja. Und dann sprechen wir mal kurz über Verkaufszahlen. Ich habe zu Deutschland noch nichts gefunden, leider. Ja. Und auch Resteuropa schwierig. Aber wir haben Sonic Frontiers Verkaufszahlen für Japan und UK. Und in Japan ist Sonic Frontiers gestartet mit der Switch-Version auf Platz 4. 26.000 verkaufte Einheiten. Auf Platz 7 mit der PlayStation 5 mit 11.111 verkauften Einheiten. Wow, Schnapszahl. Und auf der Nummer 8 mit auf der PS4 mit 9.098 verkauften Einheiten. Nur so als kleine Randinformation, damit hat es sich zusammengenommen häufiger verkauft als God of War Ragnarok als an PS5 und PS4 zusammen. Oh, wow. Wollte ich nur mal kurz erwähnt haben. Ja? No hate. Und ja, das ist eine coole Zahl. Ist eine beeindruckende Zahl vor allem, weil das sind ja dann 46.000,2 total. Und damit ist Sonic Frontiers in Japan auch das am schnellst verkauftesten Sonic-Spiel, Sonic-Spiel, ich kann heute nicht mehr reden wieder,
seit 2001, also seit Sonic Adventure im Grunde. Und, das und ist, wenn man die Zahlen zusammenrechnet, wäre es auch die Nummer 1, weil auf Nummer 1 steht so Splatoon 3 mit 43.781 verkauften Einheiten. Mhm. Und aber ich finde, das ist ein sehr gutes Zeichen, weil Splatoon ist einfach fucking riesig in Japan, aber es ist auch schon eine Weile draußen. Es ist eine Weile draußen. Das sind ja nur die Wochen, glaube ich, Verkaufszahlen, ja. Also ich verfolge ein paar YouTube-Channels, die jetzt gerade in Japan waren und die meinten, egal wo du hinguckst, überall siehst du Splatoon. Mhm, ja. Das ist schon krass. Splatoon ist riesig in Japan, ja. Aber trotzdem, also sehr beeindruckende Zahlen für Japan, würde ich jetzt auf jeden Fall behaupten. Also das erfolgreichste Sonic-Spiel bis jetzt seit 2001 eigentlich. Und in UK sieht das Ganze ähnlich erfolgreich aus. Wir haben allerdings, muss man dazu sagen, keine richtigen Zahlen an dieser Stelle. Müsste ich nochmal genauer nachgucken. Wir berufen uns jetzt auf einen Tweet von Tails Channel. Und da ist nämlich Sonic Frontiers auf der Nummer 4 eingestiegen. Mhm. Kurz so Nummer 3 FIFA 23, Nummer 2 Call of Duty Modern Warfare 2 und Nummer 1 God of War Ragnarok. Und ja, so als kleiner Breakdown, das haben auch die, die Kolleginnen von Tails Channel hinzugefügt. PlayStation 5 macht dabei 40% der Sales aus, die Switch 34%, die Xbox 14% und die PlayStation 4 12%. Also die PlayStation 5-Version verkauft sich zumindest in den UK tatsächlich besser wie die Switch-Version. Das überrascht mich ein bisschen. Mich nicht, weil die PlayStation 5 halt trotzdem unheimlich beliebt ist und mittlerweile jeder wissen sollte, dass das Spiel an der Switch halt echt nicht so geil ist. Ich meine, ja, wenn man Alternativen hat. Klar, sind auch gute Zahlen und guter Einstieg auf Platz Nummer 4. An dieser Stelle auch nochmal ganz kurz, weil ich vergesse es sonst. Ich muss es jetzt ansprechen, es tut mir leid. Okay. Wir haben Kommentare bekommen auf YouTube. Okay, cool. Und da hieß es auch bezüglich der Switch-Version von Kuroneko, dass sich über die Switch-Version nicht beklagt werden kann, aber auch nur immer über den Fernseher gespielt wird und weder eine Xbox noch PS4, PS5 besessen ist. Da ist natürlich zu erwähnen, ich habe ja auch gesagt, also wenn ihr keine Möglichkeit habt, eine andere Version zu kaufen, dann seid ihr auch ganz gut bedient mit der Switch-Version, weil sie läuft halt wenigstens performant. Aber sie steht halt weit hinter den anderen zurück. Ja, wie gesagt, es ist spielbar und wie gesagt, die 30 FPS werden auch relativ gut gehalten, die meiste Zeit halbwegs, mit ein paar gewissen Dips an gewissen Stellen. Also, das Spiel läuft auf der Switch auch gut, es ist nur halt grafisch nicht so detailliert und nicht so schön hübsch, wie man es jetzt auf den anderen Versionen haben würde. Ja, aber darüber habe ich ja letzte Woche schon sehr ausführlich gesprochen, ich wollte es nur nochmal aufgreifen. Und auch gab es Stimmen, wie beispielsweise von unserem lieben Sebolabs, der unser Outro gemacht hat, dass er mit Forces ein bisschen mehr anfangen konnte, ganz einfach, weil Open World nicht so richtig seins ist, was ich vollkommen nachvollziehen kann. Natürlich, das ist reine Geschmackssache. Es ist dann so, er schildert, dass er ein bisschen Fear of Missing Out hat und deswegen irgendwie alles einsammeln muss. Und ja, das kenne ich, das hatte ich auch sehr, sehr lange mit Open World Titeln. Ja, das muss man ein bisschen abschalten, einfach diesen Komplettierungswillen, dass man einfach alles haben muss auf der Weltkarte, bevor man irgendwie mit der Story weitermacht. Ist aber schwierig, da habe ich auch ein bisschen gestruggelt mit Open-World-Spielen. Und ja, also das so ziemlich zu den Kommentaren mal ganz schnell. Wir reden später noch über ein bisschen was anderes, aber das wollte ich jetzt schnell einschieben, bevor ich es vergesse. So, jetzt muss ich gucken, was ist denn die nächste News? Ein weiterer großer Rekord ist nämlich der Rekord für aktive UserInnen auf Steam. Denn da hat Sonic Frontiers jetzt für das Sonic-Franchise einen neuen Rekord aufgestellt. Okay, denn sehr gutes Zeichen. Der vorherige Rekord war übrigens von Sonic Mania mit 11.937 Leuten, die das Spiel gleichzeitig laufen hatten. Und jetzt mit Sonic Frontiers ist dieser Rekord aber auf 19.181 aufgestiegen. Nicht schlecht, ja, fast 8.000 mehr. Und das ist halt wirklich eine coole Zahl und kann man ja auch mal appreciate. Ich selbst habe die Steam-Version leider noch nicht. Yep, same. Ich hoffe aber, sie ist im heute startenden Steam Herbst Sale ein bisschen günstiger, sodass ich mir die dann nochmal holen kann. Weil, naja, ich spreche gleich nochmal darüber, das ist eine News, die ich vergessen habe, aber ja, der größte Rekord bisher für das Sonic-Franchise, 19.181 SpielerInnen gleichzeitig online, das ist cool. Das ist einfach richtig cool. Ja, ist eine sehr gute Zahl und wie gesagt, das ist einfach, sind alles einfach so Anzeichen, dass Sonic Frontiers eigentlich relativ gut zu laufen scheint. Ja. So, dann spreche ich es einfach gleich an. Black Friday Sales sind da
Und ihr könnt unter anderem bei Saturn, bei Mediamarkt, bei Amazon, alles nicht gesponsert an dieser Stelle, es sind nur ein paar Beispiele, Sonic Frontiers gerade richtig günstig kriegen. Nämlich fast jede Version für 35 Euro. PC-Version ist natürlich nur auf Steam erhältlich. Und die Xbox-Version, die kostet 40 Euro. Aber falls ihr euch Sonic Frontiers noch nicht geholt habt, interessiert seid, dann ist jetzt einfach der perfekte Zeitpunkt, um zuzuschlagen. Oh, weil ja. 35 Euro ist ein absolutes Schnäppchen. Oder halt auch 40 an der Xbox, finde ich auch sehr, sehr fair. Vor allem ein bis zwei Wochen nach Launch, das noch nebenbei, weil das Spiel ist ja wirklich erst seit kurzem draußen und ist schon teilweise fast für den halben Preis zu haben. Und ja, da kann man jetzt sagen, okay, das Spiel ist eine Bombe, es ist jetzt extrem schnell im Preis runtergegangen. Sega versucht verzweifelt da noch Verkäufe rauszubringen, aber das interpretiere ich leicht anders. Ich glaube eher, Sega will einfach den Preis ein bisschen runtersetzen, um umso mehr Leute zu einem Kauf zu ermutigen, nachdem jetzt das Spiel doch relativ positives Word of Mouth bekommen hat. Ich möchte kurz einwerfen, dass ich glaube, dass Sega mit dem Preis so absolut gar nichts zu tun hat. Das vielleicht auch nebenbei, ja, kann natürlich auch sein. Also, tut mir leid, aber das Argument kann ich einfach so nicht stehen lassen, weil das sind Black Friday Sales. Mhm. Die jeweiligen Händler gucken, dass sie damit halt Reibach machen mit diesem Black Friday Sale. Und da hat Sega einfach nichts mit zu tun, denke ich. Stimmt wahrscheinlich auch, ja. Es ist ein bisschen auffällig, dass das Spiel jetzt so schnell, so weit im Preis runtergegangen ist. Aber ja, ja, aber zum Beispiel ist ja auch, dass es neue Black Friday gibt. Es ist ja auch sehr auffällig, Nintendo-Spiele werden auch bei Black Friday nie wirklich billiger. Ganz einfach, weil egal, ob es billig oder teuer ist, die Leute kaufen es halt wie warme Semmeln. Ja. So, also da haben die Publisher, klar, bedingt immer was mit zu tun, keine Frage, weil die halt auch sehr wahrscheinlich irgendwelche Grenzen festlegen oder sowas. Aber das ist jetzt, denke ich, mehr, es ist einfach Black Friday und die Leute oder die Händler wollen einfach das Zeug verkaufen und viel Geld machen. Ja, kann natürlich auch gut sein, ja. So, dann, ach Gott, ich habe mir heute ein bisschen viel News hintereinander aufgeladen. Ja, tatsächlich. Wir bleiben bei Sonic Frontiers, denn es gibt einen neuen Trailer, in dem wir aber nicht wirklich neue Szenen sehen, sondern das ist ein Accolades-Trailer, sprich ein Trailer mit Auszeichnungen, mit Meinungen aus der Presse, die natürlich hauptsächlich positiv sind. Und natürlich ist Spindash da nicht mit drin. Wer hätte es anders erwarten können? Autsch, ja. Und ja, diesen Trailer findet ihr auf YouTube und enthält hauptsächlich Szenen aus dem Showdown-Trailer und ansonsten halt ein paar Gameplay-Szenen noch. Mhm. Spoilert nicht groß was nicht auch durch andere Trailer gespoilert wurde, weil es gibt wirklich keine neuen Szenen, die nicht in anderen Trailern schon waren. Ja. Außer halt Pressestimmen drin. Mhm. Deswegen schaut es euch gerne mal an. Und ist nett, dass Sonic Frontiers im Grunde genug positive Bewertungen erhalten hat, um so einen Trailer überhaupt auf die Beine zu stellen. Kann man nicht von jedem Sonic-Spiel behaupten. Ich glaube nicht, dass Sonic Forces einen Trailer dieser Art hinkriegen würde. Wobei, da ist halt auch so eine Stimme drin. The best 3D Sonic Game in years. Ist jetzt halt auch nicht so schwer. Tatsächlich, ja, aber wie gesagt, man nimmt, was man hat. Und ja. Ich übergebe jetzt das Wort an David, denn David hat es sich sehr gewünscht, einmal die Pain Away zu fucken. Oh nein, nein. Und hey, diese Version kommt in diesem Musikvideo auch definitiv nicht vor. Diese Version ist nur exklusiv für die Band selbst und nicht für Sonic Frontiers. Aber es gibt ein Vanillize-Musikvideo, das jetzt im Nachhinein nach Release des Spiels veröffentlicht worden ist. Und Vanillize wird natürlich gesungen von der Band One OK Rock. Und die haben einfach ein Sonic Frontiers Musikvideo draus gemacht, einfach für Sonic Frontiers nochmal, um es ein bisschen zu bewerben. Und in diesem Musikvideo sieht man die Band, wie sie das Lied singt und man sieht auch CGI-Szenen, die man bereits in den früheren Trailern gesehen hat, so ein bisschen mit reingeschnitten. Also ja, ist ein nettes Band-Performance-Video und passt auf jeden Fall gut zum Song dazu. Der Vibe von dieser Szene, also von der Bühne, gefällt mir tatsächlich auch relativ gut. Er ist relativ moody und dunkel, hat was und die Beleuchtung ist auch cool. Mhm. Und wer ein bisschen mehr darüber erfahren will, wie dieses Video jetzt zustande gekommen ist, es gibt tatsächlich auch ein Behind-the-Scenes-Video, eben von diesem Musikvideo. Und in diesem Behind-the-Scenes-Video erhält man auch nochmal einen relativ guten Einblick, wie dieses Studio jetzt im Grunde zustande gekommen ist und wie die Band jetzt einfach im Grunde diesen Song so ein bisschen aus dem Ärmel geschüttelt hat, was der Gedanke hinter dem Song war. Es ist so ein bisschen Behind-the-Scenes, Teil davon ein bisschen Interview, wo einfach Bandmitglieder über den Song reden. Und mit dabei sind dann auch noch ein paar wenige Gameplay-Szenen von Sonic Frontiers, die da auch mitunter dabei sind. Also ja, ist ein recht interessantes Video für alle Fans des Liedes und Fans der Band.
One Ok Rock kann man da auf jeden Fall mal reinschauen und so ein bisschen Wissenswertes darüber erfahren, wie dieses Projekt eigentlich zustande gekommen ist, dieses Crossover im Grunde. Aber ja, das wäre wohl diese Musik-News. Und dann haben wir ja noch eine wesentlich größere News. Ah ja, jetzt geht's tatsächlich weg von Sonic Frontiers. Also der Sonic Frontiers-Blog liegt jetzt zumindest bis zur späteren Diskussion hinter uns. Aber wir springen direkt zu Sonic Prime und Sonic Prime hat tatsächlich eine sehr, sehr große News für diese Woche. Wir haben und springen, Entschuldigung, ich muss den Wortwitz bringen, weil wir brauchen ja jede Woche einen. Natürlich, springen tun wir zu Sonic Prime, während Sonic durchs Shadowverse springt. Ha, nice. Ha, puh, der war gar nicht so scheiße eigentlich. Es geht. Ah ja, Überleitung geschafft und wie gesagt, wir haben einen neuen offiziellen Trailer für Sonic Prime. Und in den letzten paar Monaten hat es ja mehr so kleinere und größere Teaser gegeben. Der letzte Teaser, den wir bekommen haben, der war auch ein bisschen länger. Aber jetzt ist tatsächlich mal ein richtiger Trailer da. Und dieser Trailer zeigt einige neue Szenen und einige erweiterte Szenen, die wir auch aus den letzten Teasern unter anderem schon erhalten haben. Auch von dem letzten großen Teaser, der vor einem Monat gekommen ist. Und ja, Sonic begibt sich in Sonic Prime in eine Multiversum-Reise durch verschiedene Realitäten, wo er auf verschiedene Versionen seiner Freunde trifft. Und tatsächlich auch auf verschiedene Versionen von Dr. Eggman, was besonders witzig aussieht. Wir sehen einfach verschiedene Eggmans in verschiedenen Stadien ihres Lebens. Und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt Multiversus-Versionen sind oder ob Eggman einfach durch die Zeit gereist ist und mehrere seiner Visionen zusammengesammelt hat. Aber ja, auf jeden Fall sieht der Trailer sehr spaßig aus. Wir bekommen auch ziemlich gut das Voice-Acting schon mit, hauptsächlich von Hauptfigur Sonic, der viel redet in diesem Trailer natürlich. Und es gibt auch schon eine deutsche Version des Trailers, die sieht man unter anderem direkt auf Netflix. Wenn man sich Sonic Prime auf Netflix schon anschaut, hat man auch die Möglichkeit, die bisherigen Teaser und eben den Trailer anzuschauen. Und ja, deutsche Version auch ziemlich gut gelungen. Ich würde fast behaupten, der aktuelle Sonic-Sprecher für Sonic Prime ist die beste Version für Sonic in Deutschland bis jetzt. Ich mag diesen Take wirklich gerne. Ja, ich würde nicht sagen der beste, aber rangiert weit oben. Mhm. Ich bin ja von Tails sehr überrascht, weil Tails klingt irgendwie im Deutschen sehr nach Colleen O'Shaughnessy. Oh ja, da haben sie einen sehr ähnlichen Sprecher oder Sprecherin gefunden. Eggman gefällt mir auch unheimlich gut. Mhm. Eggman klingt auch gut und auch sehr originalgetreu zur englischen Version, ja. Wer aber absolut nicht mit mir klicken will, ist Knuckles. Also gerade weil Knuckles ja irgendwie konstant derselbe Sprecher war jetzt. Ja. Stimmt. Ähnlich wie Mark Stache. Also Knuckles möchte nicht richtig mit mir klicken. Ich weiß nicht, wieso, ich weiß nicht, was es ist. Aber was das natürlich komplett wieder gut macht, ist, dass wir Piratenanführer Knuckles haben. Piratenkapitän. Ja. Genau, also in dieser Multiversus-Reise. Multiversus ist das Videospiel. Multiversum-Reise. Geht es scheinbar auch in Richtung Piratenwelt und, keine Ahnung, Neandertalerwelt, also irgendwie Primalwelt. Es ist recht interessant, in welchen verschiedenen Realitäten das Sonic im Laufe der Serie verschlagen wird. Und bin auf jeden Fall gespannt, wie das am Ende dann alles plotmäßig zusammenpassen wird. Weil wir sehen ja auch eine Realität, die komplett von Dr. Eggman kontrolliert wird und von seinem Council, also von seinen, keine Ahnung, von seinen Mitgliedern, die aus ihm selbst bestehen, die zusammen irgendwie diese Welt kontrollieren. Das sieht auf jeden Fall sehr vielversprechend aus. Und der Trailer macht durchaus auch Stimmung auf die Serie. Aber darf ich was ansprechen, was mich irgendwie stört? Ja, bitte. Also wir kennen jetzt halt viele Sonic-Spiele, viele Sonic-Serien. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es dir vielleicht ähnlich geht, aber Rouge wirkt nicht so, als würde sie dazu passen. Es ist tatsächlich ein bisschen komisch, Rouge einfach als Mitglied von Team Sonic zu sehen, wo sie einfach zusammen mit den anderen bekannten Charakteren jetzt einfach mitmischt. Weil also da würden halt Charaktere wie Cream oder so würden da wesentlich besser reinpassen, weil die halt auch viel mit den einzelnen Team Sonic-Charakteren zu tun haben. Ja, wir haben auch Shadow, aber dann sollte Rouge vielleicht eher mit Shadow irgendwie rum. Also es wirkt einfach für so im Kontext vom gesamten Sonic-Franchise wirkt es komisch, dass Rouge immer mit Team Sonic abhängt. Ja, es wirkt tatsächlich komisch, aber für mich persönlich ist das kein großes Problem. Ich begrüße es teilweise sogar ein bisschen, dass Rouge einfach mal so ein bisschen von Shadow wegkommt und einfach mal die Chance hat, mit anderen Charakteren auch zu interagieren und mit anderen Charakteren so ein bisschen eine unterschiedliche Gruppendynamik aufzubauen. Und dementsprechend bin ich auch gespannt, wie das dann letztendlich in Sonic Prime funktionieren wird. Weil ja, Rouge ist doch scheinbar ständig in irgendeiner Version zusammen mit den üblichen Sonic-Charakteren mit dabei und das hat man bei ihr einfach nicht. Aber ich sehe das jetzt weniger als Kritik, sondern mehr als Chance auf ein paar ziemlich interessante Charakterinteraktionen.
Ja, ich weiß nicht, es fühlt sich einfach irgendwie komisch an. Ja, aber es ist komisch, das stimme ich zu. Oh, und übrigens noch ein kleiner Einwurf. Arbeit und Cubot hat man auch gesehen in diesem Trailer und damit ist bestätigt, dass die beiden auch in Sonic Prime mit dabei sind. Auf diese Erdenkung bist du auch echt so stolz, dass du es bei jeder Gelegenheit erwähnen musst, oder? Ich finde es einfach cool und ich bin irgendwie der Einzige, der das in irgendeiner Form erwähnt hat. Und das finde ich wiederum traurig, weil ich mag Arbeit und Cubot sehr gerne. Und ich freue mich drauf, die beiden in Prime zu haben. Aber ja, ich stehe da scheinbar ein bisschen alleine. Ganz ehrlich, ich hätte mich, muss ich ehrlich sagen, über Sage mehr gefreut. Stimmt natürlich, ja, das wäre nochmal cooler gewesen. Aber ist wahrscheinlich auch ein bisschen zu früh. Vielleicht in der potenziellen zweiten Staffel. Warum denn zu früh? Also ich sag das jetzt nur uns, nur spoilerfrei, aber gerade jetzt ist doch der beste Zeitpunkt überhaupt, um nochmal die Promo für Frontiers abzugreifen. Stimmt natürlich auf der einen Seite und auf der anderen Seite glaube ich aber, dass Prime und Frontiers einfach, es sind ja letztendlich zwei komplett unterschiedliche Projekte von komplett unterschiedlichen Teams entwickelt worden. Und dementsprechend haben die Leute, die an Sonic Prime gearbeitet haben, wahrscheinlich keine Einsicht darüber gehabt, was jetzt eigentlich in der Story von Sonic Frontiers passiert. Und ich schätze mal, Sega hat sich jetzt auch nicht die Mühe gegeben, die beiden Projekte so stark aufeinander abzustimmen. Deswegen glaube ich eher, dass Sage, wenn sie vorkommt, eher was für eine zweite Staffel wäre, wo jetzt wirklich schon klar ist, was mit Sonic Frontiers jetzt alles passiert ist. Aber keine Ahnung, nur Spekulation von mir, wie das jetzt gerade entwicklungstechnisch ausgesehen haben könnte. Ja, also wenn ich so die ganzen Sonic-Movie-Promos sehe, finde ich es halt irgendwie komisch, dass es nicht auch in die andere Richtung funktioniert. Mhm. Yeah. Wäre schon cool gewesen. Also es ist jetzt kein Kritikpunkt, ich hätte mich nur gefreut. Ja, natürlich, ja. Wie gesagt, vielleicht in einer möglichen zweiten Staffel. Aber ja, sieht gut aus und als kleine Erinnerung, Sonic Prime kommt heraus am 15. Dezember und streamt exklusiv auf dem Netflix-Dienst. Also ihr müsst euch ein Netflix-Abo holen, um euch Sonic Prime dann am 15. Dezember anschauen zu können. Oder ihr nutzt die Chance und schleicht euch, solange es geht, noch in irgendeinen Account mit rein und ja. Genau. Das scheint nämlich nicht mehr allzu lange zu gehen, also nutzt die Chance jetzt noch. So, jetzt machen wir aber erstmal weiter mit anderen News. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Ach da. Genau, denn weiter geht's mit Sonic Forces Mobile, dem weiterhin gut laufenden Endlosläufer. Nein, ist ja nicht mal endlos. Ach Gott, wie heißt es denn? Ich glaube, es heißt Wettläufer. Nein, also sie haben es ja mittlerweile Sonic Forces Running Battle oder so genannt, also Sonic Forces Sega Laufspieler auf Deutsch, dieser Name. Und da kommt jetzt Super Shadow. Und zwar morgen ist es schon soweit, am 22. November geht das Event los, bei dem man Super Shadow freischalten kann. Und wie das Event aussieht, weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht ganz genau, aber es kommt. Also ich nehme an, es ist ein typisches Event. Schließe Mission ab, kriege Shadow, fertig. So wie immer. Ja. Wir werden da natürlich in der nächsten Folge... Es gibt keine nächste Folge. Verdammt. Oh nein. Also nächste Woche gibt es wahrscheinlich keine Folge. Dazu später noch. Ja, wir werden irgendwann nochmal darüber berichten. Auf jeden Fall findet ihr einen Newsbeitrag auf spindash.de, sobald Shadow dann da ist. Auch mit allen Informationen zum Event. Und ja, das habe ich auch über Mephiles gesagt. Es tut mir leid, ich habe es vergessen. Ups. Ich hatte da viel zu tun. Für Shadow wird ein Newsartikel kommen. Ja, yep, Shadow ist wichtig im Vergleich zu Mephiles. Was auch kommen wird, ist das allwöchentliche Sonic Speed Simulator Update. Ja, yep, dadurch kann man die Uhr stellen. Also jede Woche kommt nach wie vor ein neues Sonic Speed Simulator Update. Und der Sonic Speed Simulator ist natürlich ein Projekt für das Videospiel Roblox. Entwickelt von GameFam Studios und unterstützt offiziell von Sega. Und da gibt es jede Woche ein neues Update dazu. Also wirklich sehr konsistent, nach wie vor auch mehrere Monate nach Release. Und diese Woche haben wir das Shinobi Strike Update. Also da geht es in Richtung japanische Mythologie. Und im Rahmen dieses Events kann man sich auch einen neuen Kunoichi Amy Skin verdienen. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Es ist einfach Amy in einem, könnte man sagen, Ninja-Kostüm, so ein bisschen Ninja-Gewand. Und mit dabei ist auch ein Fire Ninja Chao, ein Jitsu Trail und ein Premium Samurai Chao. Also wirklich, in diesem Update geht es ganz um die japanische Mythologie. Und ja, das ist aktuell das aktuelle, das laufende Update. Scheint keinen zweiten Teil davon zu geben. Oder je nachdem, ist jetzt unklar, ob es da jetzt noch irgendwie ein weiteres zusätzliches Update dazu gibt oder ob nächste Woche wieder ein ganz anderes Theme am Start ist. Das Halloween-Update ist ja vorbei und letzte Woche hat es ja auch so ein Sonic Frontiers Crossover-Event gegeben. Das ist jetzt scheinbar auch dabei und dementsprechend haben wir jetzt dieses Shinobi Strike Update. Aber ja, für alle, die mal reinschauen wollen, Roblox ist free to play. Man kann jederzeit einsteigen und da ein bisschen selbst mit Sonic und Co. durch die Gegend laufen und sich sehen, was man sich da alles freischalten kann. Und
Endlich ist Roblox für Xbox-Konsolen, für Android und für den PC. Und auch für beispielsweise macOS. Ja, genau. Sag einfach Beispielplattform. Nicht, es ist dafür erhältlich. Wir wurden tatsächlich okay. Per Mail darauf hingewiesen. Ah, okay, natürlich. Das habe ich dir auch schon gesagt, aber hörst mir natürlich nie zu. Ups, okay, kann sein, dass ich das irgendwie vergessen habe oder überhört. Eins vorbei. Ach, ich mag es doch, dich fertig zu machen, David, das weißt du doch. Okay, in dem Fall. Aber ja, so viel zu Roblox. Dann machen wir jetzt weiter mit den IDW-Comics. Genau, und mit den IDW-Comics erhalten wir im Grunde zwei neue Cover. Wie gesagt, die letzten beiden Ausgaben, das 10th Anniversary Special und die Scrapnik Island Miniserie Ausgabe Nummer 2 sind ja bereits letzten Mittwoch rausgekommen. Und jetzt gibt es entsprechend wieder Cover zu einer der kommenden Hauptausgaben, nämlich zu Ausgabe Nummer 58. Und bis dahin dauert es allerdings noch ein paar Monate. Ich glaube, die soll so Januar, Februar dann auftauchen. Und im Cover A sieht man Tess und Amy und es wird gezeichnet von Tracy Yardley, was mich immer ganz besonders freut, wenn er mal wieder zurückkehrt für die IDW Comics. Und man sieht einfach Tess und Amy, wie sie durch die Gegend fliegen. Ich glaube, das müsste auch Eggmans Hauptstadt sein eventuell, also die Imperial City. Also verschiebt sich die Story so wieder ein bisschen in diese Richtung, nachdem ja schon die Jubiläumsausgabe in dieser Stadt auch stattgefunden hat. Und ja, Cover A, sehr cooles Cover mit zwei Seitencharakteren so ein bisschen im Rampenlicht. Sonic ist nirgends auf dem Cover zu sehen, aber das ist natürlich hin und wieder mal eine nette Abwechslung. Und ebenfalls ein Sidekick steht dann im nächsten Cover von Ausgabe Nummer 58 ganz im Fokus, nämlich in Cover B. Moment, Artwork von Magic Bun auf Twitter. Ich habe jetzt leider nicht den tatsächlichen Namen, aber ist mir tatsächlich auch eine Zeichnerin, die ein bisschen bekannt ist, auch unter Fanartworks. Sehe ich immer wieder mal ein bisschen was von ihr. Und sie hat dieses Cover gezeichnet und sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Man sieht einfach Tails, wie er so ein bisschen verdattert in so einer Kristallhöhle steht. Keine Ahnung. Es ist jetzt doch ein bisschen ein Shift weg von der Imperial City. Aber auf der anderen Seite sind in dieser Imperial City auch wohl schon solche komischen Kristallkonstruktionen zu sehen. Und wahrscheinlich hängt das doch ein bisschen damit zusammen und wahrscheinlich ist das auch vielleicht eine Energiequelle für die Imperial City. Schwer zu sagen, wird man dann wahrscheinlich in der Ausgabe selbst herausfinden, wenn Tails scheinbar auf diese Kristalle dann stoßt und herausfindet, was es eigentlich mit denen auf sich hat. Und ja, auch ein sehr cooles Cover. Diese Ausgabe scheint ganz im Hauptwinkel von Tails und Amy zu stehen. Und Sonic wird wahrscheinlich nur so ein bisschen eine Nebenrolle haben. Und irgendwann bin ich auch so weit, dass ich es lesen kann. Ja, genau. Du hast eh schon sehr gut aufgeholt in den letzten Wochen. Jetzt geht es aber dann erstmal weiter mit Sonic and All-Stars Racing Transformed. Und ja, wir haben dazu eine News. Nicht schlecht. Man mag es kaum glauben. Und David, hör jetzt am besten weg, dann fühle nur ich mich alt. Aber Sonic and All-Stars Racing Transformed ist bereits 10 Jahre draußen und hat jetzt sein 10-jähriges Jubiläum gefeiert. Zu spät. Ich fühle mich schon alt. Goddammit. Und ist immer noch, ja, mitunter der beste Sonic Racer eigentlich. Ja. So der beliebteste vor allem. Würde ich voll und ganz unterstreichen und auch definitiv der beste Racer von dieser Konsolengeneration. Und zur Feier des Tages hat natürlich Sumo Digital, und du hast so gerade gesagt, du findest Sonic and All-Stars Racing Transformed besser als Mario Kart 8. Das finde ich ein starkes Statement von dir. Ja, das stimmt auch tatsächlich so. Ich mag den Racer tatsächlich ein bisschen lieber mit Mario Kart 8. Also ich finde Hello Kitty Cruisers besser als Mario Kart. Also, Wow, okay. das tatsächlich ist ein starkes Statement. Hot Take. ja, aber Sumo Digital hat da ein kleines Video zu veröffentlicht am 16. November und ist halt einfach schön zu sehen, dass sie sich noch erinnern, dieses Spiel gemacht zu haben. Genau, ja, dass sie das Spiel auch nach wie vor in High Regards halten, so in dem Sinn, dass sie einfach nach wie vor das Spiel so ein bisschen, keine Ahnung, stolz drauf sein, dass sie es auf diese Art dort rausgebracht haben. Und ja, viel mehr haben wir dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Außer, dass wir es regelmäßig noch auf Spin Dash auch spielen, alle paar Wochen. Also in unserer üblichen Sonntagsrunde, die ab 19.30 Uhr startet, kommt All-Stars Racing Transformed auch ab und zu mal wieder zur Geltung und wir fahren da ein paar Runden. Und ja, die Server sind vielleicht nicht mehr ganz so 100% am Laufen nach 10 Jahren, wenn sie es auch jemals waren, keine Ahnung. Das Online in dem Spiel ist immer schon ein bisschen schwierig gewesen. Aber die meiste Zeit funktioniert es halbwegs und wir können ein paar echt gute Runden fahren. Also ja, ist tatsächlich ein Spiel, was nach wie vor noch bei uns in Betrieb ist und sehr gerne gespielt wird auch von den Leuten. Und jetzt kommen wir aber zu einem nächsten Thema. Das ist könnte ein bisschen kritisch von einigen betrachtet werden, weil ist schon ziemlich kontrovers. Oh nein. Denn wir halten jetzt endlich die Antwort auf die Frage, ob Shadow jemals heiraten wird und wen und unter welchen Bedingungen.
Ja, unter anderem. Und zwar. Spoiler, er wird nicht David heiraten. Ja, nö, nein, ich habe da keine Chance. Ich würde die Bedingungen in keiner Weise in irgendeiner Form erfüllen können. Aber ja, wir reden jetzt natürlich über das Twitter-Takeover. Und wir haben es letzte Woche schon angekündigt, dass wieder ein Twitter-Takeover stattfindet. Das war angesetzt für letzten Montag und dann ist es auch tatsächlich rausgekommen. Und im Laufe von Ortszeit ab 10, 11 Uhr abends hat es dann gestartet. Also relativ spät für unsere Verhältnisse. Und in Amerika natürlich dann irgendwann am Nachmittag. Und da haben einfach verschiedene Sonic-Charaktere, also ein ganzes Ensemble an Sonic-Charakteren. Wir haben Sonic, Tails, Shadow, Dr. Eggman, die bereits bei vorherigen Twitter-Takeovern mit dabei waren. Und neu dabei waren diesmal auch Knuckles und Amy. Also 6 Charaktere und die haben einfach durch ihre Voice-Actors natürlich Fragen auf Twitter beantwortet von Fans, die Fans einfach an sie gestellt haben. Und wie gesagt, die Verantwortlichen haben sich dann einfach ein paar Fragen rausgesucht und die dann so spaßig wie möglich und so in-Character wie möglich natürlich dann beantwortet für die einzelnen Fans. Und ja, war wieder sehr, sehr unterhaltsam. Ich glaube, 28 Fragen sind tatsächlich zur Geltung gekommen und die Fragen waren relativ variationsreich. Also es ist relativ harmlos gefragt worden, was ist jetzt eigentlich euer Lieblings-Sonic-Spiel? Was ist euer Lieblings-Anime? All so eine Sachen. Aber natürlich, letztendlich ist Shadow auch gefragt worden, ob er einen Fan heiratet. Also der Fan hat legit gefragt, will you marry me? Und Shadow hat dann angefangen, er hat zur Überraschung aller Beteiligten Ja gesagt und hat dann angefangen, was mal aufzuzählen, welche Bedingungen erfüllt werden müssen, damit er eine Ehe in Betracht ziehen würde. Und teilweise auch so Sachen wie, alles Essen, was gekocht wird, muss original aus Rezepten von der Ark stammen, weil er kann sich nur an dieses Essen gewöhnen. Sehr witzige Sachen. Und ja, es war auf jeden Fall unterhaltsam. Ich habe mir die ganzen Fragen im Nachhinein auch nochmal angehört und habe sehr viel gelacht und sehr viel geschmunzelt. Und netterweise hat der Sonic the Hedgehog YouTube-Kanal auch auf YouTube alle Fragen nochmal versammelt. Also ein ganzes langes Video daraus gebastelt, das ein bisschen mehr wie eine halbe Stunde geht, wo dann einfach alle Fragen der Reihe nach beantwortet werden. Und ich kann auf jeden Fall empfehlen, da mal ein bisschen reinzuhören, wenn man einfach so interessante, witzige Fakten von den einzelnen Charakteren so ein bisschen mitkriegen will. Und ja, Dr. Eggman will unter anderem, weil er, glaube ich, irgendwie von dem Anime inspiriert worden ist, einen Bad-Dick machen, der ausschließlich aus Kettensägen besteht. Hat man auch erfahren in diesem Twitter-Takeover. Und Knuckles Lieblingsanime ist One Punch Man, tatsächlich. Oh, wow. Also, ja. Alles solche witzigen Sachen, wundervoll gevoice-acted von Roger Craig Smith für Sonic, von Mike Pollock für Eggman, Colleen O'Shaughnessy für Tails, Kirk Thornton für Shadow, Dave B. Mitchell für Knuckles und C.D. Robinson für Amy. Also alle aktuellen Sprecher, die wir auch aus den Spielen kennen, sind für dieses Takeover natürlich zur Geltung gekommen. Und ja, ich suche gerade nach einer Überleitung für die nächste News. Okay, such weiter. Ich sehe gerade, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig gerade. Also, wenn man die Ehe als Gefängnis betrachtet, wo Shadow bald landen wird, dann ist noch jemand anderes im Gefängnis. Nee, das funktioniert nicht. Sagen wir es einfach, wie es ist. Yuji Naka, der quasi Erfinder von Sonic, wurde verhaftet. Yep. Und ist jetzt im Gefängnis gelandet. Und wie halt viele, viele ihre schlechten Witze auf Twitter gemacht haben, so, dabei war er doch an der Entwicklung von Sonic Frontiers gar nicht beteiligt. Ohohohoho. Alien Wonderworld echt so schlecht, dass man ihn dafür verhaften hat müssen. Geht es tatsächlich um Aktiengeschäfte. Mhm. Nennt sich halt Insider Trading. Also er hatte halt Insiderwissen von Square Enix und hat deswegen irgendwie ja Aktien gehandelt. Ja, genau. Und es geht da hauptsächlich um ein Mobile Dragon Quest Spiel, glaube ich. Ja, und da geht es halt, ja, im Prinzip jetzt bloß darum, er wurde deswegen verhaftet. Genau, ich kann da, ich habe mich jetzt nicht so weit eingelesen in die ganze Thematik, weil ich muss ehrlich sagen, das interessiert mich halt auch einfach nicht so sehr. Nicht so hart, aber es ist halt doch. Es war eine überraschende Nachricht, dass man einfach irgendwie so im Internet rumsurft und dann kommt einfach die News aus heiterem Himmel. Hey, Yuji Naka, einer der Gründerväter von Sonic, ist verhaftet worden. Und man denkt sich dann halt, okay, wow, was hat er angestellt? Ja, aber wer halt so blöd ist und irgendwie Aktiengeschäfte mit Insiderwissen macht, es tut mir leid. So, yeah. Ist halt jetzt passiert und dann denke ich mir, ja, okay, tschüss. Mhm. Also, ja, da hab ich keine Gefühle gegenüber. So, wer das macht, der ist halt einfach blöd. Ja, ja, natürlich. Und die Sache ist jetzt auch, man weiß jetzt nicht, glaube ich, in welchem Ausmaß das jetzt passiert ist und wie hoch die Strafe wird, die Yuji Naka jetzt im Grunde verbüßen muss, falls er überhaupt eine Strafe verbüßen werden muss, sobald die Verhandlung dann erstmal vorbei ist. Keine Ahnung.
es ist schwer zu sagen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie ihn wirklich für Jahre lang wegsperren werden, nur wegen Insider-Trading. Aber ja, es ist halt natürlich eine kriminelle Aktivität, es ist Manipulation und dementsprechend hätte er doch vielleicht mal ein bisschen besser aufpassen sollen. Ja, wie gesagt, ich bin da relativ emotionslos. Ich habe da nichts zu sagen, außer war halt blöd. Ja, und außer halt die Überraschung von der Headline selbst. Ja, also damit haben wir es mit dem News-Rückblick. Ja, würde ich sagen. Wir sind durch. Und dann können wir auch eigentlich direkt weitermachen mit unserer Diskussion. Aber nochmal ganz kurz als schneller Newsflash die News, die wir heute besprochen haben. Einmal, Sonic Frontiers hat einen Monster Hunter DLC bekommen und die Ankündigung, dass es noch weitere kostenlose DLCs bis ins Jahr 2023 hinein geben wird. Sonic Frontiers hatte einen sehr guten Japan- und UK-Start. Oder, na, sagen wir gut, nicht sehr gut, aber passabel. Gleichzeitig einen neuen Rekord auf Steam mit den meisten aktiven Usern, die das Spiel starten oder laufen haben. Es gab einen Accolades-Trailer mit Pressestimmen, ein Vandalize-Musikvideo und ein Behind-the-Scenes-Video für das Vandalize-Musikvideo. Es gab einen neuen Trailer und neue Poster zu Sonic Prime. Es gibt Super Shadow ab morgen in Sonic Forces Mobile. Der Sonic Speed Simulator hat das Shinobi Strike Weekend Update bekommen. Von IDW haben wir neue Cover, nämlich das Cover A und B von Ausgabe Nummer 58. Sonic and All-Stars Racing Transformed ist 10 Jahre alt. Es gab ein Social Media Twitter Takeover und da gibt es ein Video mit sämtlichen Antworten direkt vom Sonic the Hedgehog Channel. Und Yuji Naka, einer der Gründerväter von Sonic the Hedgehog, wurde verhaftet und, weiß ich nicht, wird jetzt 6 Monate in Gefangenschaft gehalten, während Dr. Eggman die Welt erobert oder so. Okay. Das wäre ein Joke, den man hätte machen können. Eben schon, ja. Das hätte sich tatsächlich angeboten. Obwohl er an Sonic Forces nicht beteiligt war. Ja, stimmt. So, und jetzt geht es natürlich weiter mit unserer großen Diskussion zu Sonic Frontiers. Eine der wenigen Diskussionen, die wir auf mehrere Folgen strecken müssen. Yep. Und die erste Diskussion von einem wirklich großen Sonic-Release, also von einem Mainline-Sonic-Release. Weswegen wir jetzt seit 2 Wochen eigentlich unsere Folgenlängen überziehen. Yep. Und bevor wir mit unserem Teil der Diskussion anfangen, möchte ich nochmal ganz kurz auf die YouTube-Kommentare zur Folge von letzter Woche zu sprechen kommen, natürlich. Da hat nämlich der Adam Ockon geschrieben: Ich habe das Spiel am Dienstag auf der PS5 beendet. Ich habe nur einen großen Kritikpunkt. Wie schon bei Generations haben auch die Cyberspace-Level ein Problem. Zu viele unbenutzte Classic-Zone. Wo bleibt die Starlight-Zone, die Bridge-Zone, Aquatic Ruin oder Rusty Ruin? Hätte man solche Zonen genommen, hätte man kein Problem, wenn es irgendwie 20 Portale, oder wäre es kein Problem, irgendwie 20 Portale pro Insel zu machen. Es hat mich regelrecht gefesselt, die Inseln aufzudecken und das Angeln mit Big war spaßiger als gedacht. Aber das wahre Ende schreit nach einer Fortsetzung, weil alle Geheimnisse über die Emeralds nicht aufgedeckt sind. Vielleicht wünsche ich mir das einfach nur. Hier nochmal kurzer Disclaimer, Spoiler-Territorium ab jetzt. Ja, genau. Also ab jetzt kommen Spoiler zur Geltung, wenn wir auch unter anderem über die Story des Spiels reden werden. Und ja, also zu den Cyberspace-Leveln muss ich sagen, wir haben letzte Woche, glaube ich, schon relativ ausführlich drüber gesprochen, dass sie halt einfach kacke sind, dass ich es satt habe, in jedem Scheiß-Spiel Green Hill Zone, Sky Sanctuary, Chemical Plant zu sehen. Ja, diesmal sogar sehr extrem oft. Sagen wir erstmal, es gibt nur 4 verschiedene Level-Themes. Und ja, stimme ich absolut zu. Wenn man schon reused, dann bitte von anderen Zonen. Genau, von anderen klassischen Zonen. Dass mal wirklich ein paar andere Zonen zur Geltung kommen, weil die Sonic the Hedgehog-Franchise besteht aus mehr als nur Green Hill und Chemical Plant. Und Sky Sanctuary. Und Sky Sanctuary, ja. Vor allem hätte man Sky Sanctuary eigentlich so sinnvoll einbauen können, weil es schon im Prolog vorkam. Macht man das? Nö. Nope. Und ja, 20 Portale pro Insel, man muss dann auch gucken, es hätte wahrscheinlich mehr Portale, mehr Cyberspace-Level pro Insel gegeben. Aber wir haben ja nicht mal die 5 Inseln bekommen. Also da möchte ich jetzt an dieser Stelle erstmal nicht zu viel fordern. Ja, na, da ist wahrscheinlich auch ein bisschen die Zeit ausgegangen. Vor allem, weil ja irgendwie so angedeutet wurde auch, dass diese Cyberspace-Level eher eine spätere Ergänzung zum Sonic Frontiers waren. Ja, aber ohne die wäre es halt auch irgendwie ein bisschen wenig gewesen. Ja, stimmt schon, ja. Und ja, das Ende schreit nach einer Fortsetzung, aber da kommen wir dann in unserer Story-Diskussion noch ein bisschen mehr dazu. Oh ja. Und dann hat ja der Sebo noch ein bisschen mehr dazu geschrieben, außer die Geschichte, dass Forces für ihn halt ein bisschen besser funktioniert hat, in dem Sinne, dass er halt in der Open World irgendwie dieses Bedürfnis hat, alles einzusammeln, weil Fear of Missing Out.
Er hat auch noch geschrieben, die Nummer mit dem Lore-Manager klingt zwar cool, aber ich habe hartes Disney-PTBS, posttraumatische Belastungsstörung und Angst, dass man irgendwann, wie bei Star Wars oder Marvel, alles gesehen haben muss, um überhaupt noch mitzukommen. Mhm. Ist, glaube ich, eine Sache, die ich nachvollziehen kann, auf eine Art. Vor allem, weil Sonic jetzt immer mehr so ein bisschen zum Multimedia-Franchise auch wird. Noch mehr wie ohnehin schon vorher. Ich denke aber, dass man die Hauptplots immer noch problemlos genießen kann. Das, was bei Marvel nicht immer funktioniert, beispielsweise. Sondern das ist dann mehr halt für den hintergründigen Canon. So wie Sonic Frontiers das jetzt ja auch schon an vielen Stellen gemacht hat. Neue Revelations halt gibt. Und dass aber der vordergründige Plot davon relativ unberührt bleibt, so wie es jetzt ja eigentlich auch der Fall war. Wenn man zum ersten Mal in Sonic spielt, weiß ich nicht, verpasst man in Sonic Frontiers beim vordergründigen Plot echt nicht so viel. Nö, also das meiste, was man verpasst, sind halt die ganzen Anspielungen, die im Laufe der Story auch gemacht werden. Ne? Genau. Aber die sind mehr nur als zusätzlicher Kontext für Fans. Und die Hauptstory selbst ist davon relativ unberührt, würde ich sagen. Zu den Livestreams. Tut mir leid, dass ich nicht dabei sein kann, aber als Dauernachtschichtler passt mir in der Woche abends einfach nicht und zum Nachholen fehlt mir oft die Zeit. Aber ich bin zumindest in Gedanken bei euch. Ah. Ja, wir hätten auch lieber einen anderen Termin gehabt. Aber es ist wirklich schwer, da neben dem Podcast, also Podcast-Termin ist schon schwierig. Ja. Aber da daneben noch eine passende Überschneidung, wann anders in der Woche zu finden, wo wir beide Zeit haben. Es ist echt nicht leicht. Wir haben beide Arbeit, wir haben beide ein Sozialleben, was wir noch nebenbei führen. David hat jede Sekunde seines Tages durchgeplant. Ja. Also eigentlich ist der Slot, den wir jetzt haben, auch anders verplant gewesen. Yep. Also es tut uns sehr leid. Wir wissen, dass da einige wahrscheinlich nicht können, aber es ging leider nicht anders. Genau, ja. Yep. Aber wie gesagt, ist trotzdem nett, dass du im Gedanken bei uns bist zumindest. Und das genügt in dem Fall auf jeden Fall schon. Also braucht keine Rechtfertigung, warum wir bei den Livestreams heute nicht dabei sein können. Das ist vollkommen okay und das verstehen wir auch. Und nun zu Sonic Frontiers. Leider macht das Konzept bei mir keinen Sinn. Als jemand mit Sammelleidenschaft und FOMO muss ich einfach jede einzelne Erinnerung einsammeln. Dadurch kann ich kaum 2 Meter am Stück laufen, was mir das Open-World-Feeling absolut ruiniert und sich eher nach Abarbeiten anfühlt, kann ich verstehen. Ja. Yep. Story wirkt durch die vielen Unterbrechungen bislang dadurch auch sehr gestückelt und die eingeworfenen Cutscenes wirken bei mir deplatziert, weil ich ständig von der falschen Richtung aus zu kommen scheine. Das haben wir, glaube ich, letzte Woche schon besprochen. Mhm. Ich bin mir gerade nicht sicher, da wir haben schon mal drüber gesprochen. Wir haben oder drüber geredet, aber ich glaube, das war in einem privaten Kontext, ja. Ich glaube, okay, das nicht direkt. Oder du hast es vielleicht bei deinem Sonic Frontiers Review auch so ein bisschen erwähnt, ohne jetzt auf Spoiler einzugehen, dass die Story sich halt so ein bisschen durch das Open-World-Setting auch zerstückelt fühlt. Gut, dann sprechen wir da gleich noch drüber. Genau, ja. Traurigerweise sind die Cyberspace-Level bislang eins meiner Highlights, weil ich dort wenigstens etwas abschalten kann. Und ich muss der recht geben, das Boosten in der Luft funktioniert hervorragend und bietet einige schöne Mechaniken zum Abkürzen. Ja, keine Ahnung, es fühlt sich irgendwie daran, dass der Luftboost echt wirklich toll in den Cyberspace-Level funktioniert. Das Einzige, was da wirklich gut funktioniert für mich. Ja, für mich ist das Schlimmste daran. Also der Luftboost vielleicht, ja, aber alles andere, nee. Und der Luftboost hat in Forces genauso funktioniert, er hielt nur länger. Mhm. Also ich muss dazu sagen, in 3D hat er so funktioniert, dass man einen Boost nach oben bekommen hat. In 2D glaube ich nicht. Eben, ja, das ist lange einfach her. Die kleine Änderung, die mir echt gut gefällt dran. Ja, aber 2D ist halt immer noch scheiße in dem Spiel. Entschuldigung, was? Ich meine, ja, der Rest ist ziemlich mies, aber zumindest durch die Luft zu boosten und versuchen einfach gewisse Sachen abzukürzen, das hat so viele Spaß gemacht in den Cyberspace Stages. Die Bosse und Minibosse sind auch sehr cool, aber alles in allem weiß ich noch nicht, wie ich das später bewerten soll. Mhm. Hab mir den Spoiler-Talk noch nicht angehört. Oh, das heißt, er wird hier jetzt das wahrscheinlich auch gar nicht hören. Weil ich noch nicht ganz durch bin. Aber bislang wäre das Spiel bei mir auf einer Skala von 1 bis 10 bei einer 5,5. Forces hat für mich persönlich deutlich besser funktioniert. Aber ich werde meine endgültige Bewertung erst abgeben, sobald ich durch bin. Ja, das ist reine Geschmackssache, ob man jetzt eher so ein lineares Sonic-Erlebnis bevorzugt oder ob man dem Open-World-Setting auch in dem Sonic-Kontext jetzt was abgewinnen kann, ne? Ja, da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass das halt völlig legitim ist. Mhm, natürlich, ja. Und ja, das war es soweit zu den Kommentaren. Danke für die Kommentare auf jeden Fall, ja. Genau, danke für die Kommentare. Wir freuen uns immer sehr über neue Kommentare. Genau, ja, und dass wir darüber ein bisschen diskutieren können auch. Und dann haben wir noch eine E-Mail bekommen. Mhm.
Es gibt heutzutage tatsächlich Leute, die schreiben noch E-Mails, das finde ich schön. Ja, ist immer toll. Nämlich von Eisenfuß, jemand, der bei uns häufig schon in den Livestreams zugange war. Genau, stimmt, ja. Dem auch sehr aktiv im Chat ist. Und Eisenfuß hat sich gewünscht, dass wir diese Woche auch ein bisschen mehr bei den Wächtern und dem Combat ins Detail gehen könnten. Mhm. Außerdem ist die Sache mit dem ältesten Koko wirklich wahr. Ich hatte 1000 Koko durch den Angelplatz und habe meinen Speed von Level 14 bis 77 geboostet. Es hat bestimmt eine halbe Stunde gedauert. Oh nein. Ja, das ist der wahre Endboss im Spiel. Ja, eindeutig. Und ja, wir können natürlich ein bisschen mehr über die Wächter und das Combat natürlich sprechen. Genau, das schätze ich ist vielleicht in der letzten Diskussion so ein bisschen untergegangen, weil wir einfach so viel zum Spiel zu erzählen haben. Ja, und ich habe vorhin mir schon den Mund vor sich geredet über das Combat in der Folge davor, in dem spoilerfreien Review-Teil. Mhm. Aber da können wir direkt mal kurz drüber sprechen. Ja. Also Combat ist für mich eine sehr, sehr solide Grundidee immer noch. Mhm. Es funktioniert bei einigen Kämpfen besser als in anderen. Grundsätzlich geht es mir nicht tief genug, weil es halt in vielen Sachen immer noch wesentlich schneller ist, einfach nur, ja, Button-Mashing zu machen. Mhm, stimmt, ja. Aber, ja, also ich mag das Combat. Besonders die Stampfattacke ist halt bei Bosskämpfen super hilfreich. Mhm, der steht bei euch. Die spielt die Lebensleichen echt extrem schnell weg. Oh ja, schlägst einmal drauf, Stampfattacke, schlagen, Stampfattacke, schlagen, Stampfattacke und schon kommt die Cutscene, weil das Leben halb leer ist. Ja. Aber ansonsten habe ich auch nicht so viel vom Combat benutzt. Also der Sonic Boom Angriff ist halt auf der ersten Insel gnadenlos overpowered, später eher nutzlos als alles andere. Ja, stimmt, er scaled irgendwie nicht richtig stark. Also auf der ersten Insel kann man alles relativ schnell damit one-shotten. Und auf den nächsten paar Inseln allerdings ist er um einiges schwächer, weil die Gegner einfach beefiger sind. Die haben einfach mehr aus und dadurch ist der Sonic Boom jetzt nicht mehr ganz so praktisch. Das Auto-Combat habe ich ausgehabt, weil es ist furchtbar nervig und selbst wenn du es aus hast, macht Sonic manchmal einfach immer noch irgendwelche Angriffe, die du eigentlich nicht willst, dass er macht. So, ich habe das so häufig gehabt, dass ich einen Homing-Attack auf den Gegner machen will, dann lässt er seine komischen Orbs erschaffen und schießt die Gegner tot und ich falle einfach ins Nichts. Ist mir auch ein, zweimal passiert tatsächlich, ja. Aber ja, ansonsten habe ich vom Combat halt nicht unheimlich viel benutzt. Der Phantom Rush fühlt sich halt sehr, sehr cool an. Ja, das ist zufriedenstellend, wenn man ihn erreicht und dann richtig auf den Gegner einschlagen kann. Der Psy-Loop hat sich ganz gut eingefügt in das Combat. Also, hat dem Kampfsystem auch so ein bisschen eine größere Tiefe dann auch wurde verschafft. Auch wenn es ihm nicht gefallen hat, dass es meistens, zumindest bei den kleineren Gegnern, Pflicht war, das Psy-Loop zu benutzen, um überhaupt durch die Verteidigung zu kommen. Das war dann ein bisschen zugezwungen. Das mit der Tiefe hat sich halt erledigt, sobald man den Quick-Psy-Loop hatte. Ja, genau, stimmt. Dann muss man auch nur ein Knöpfchen drücken und man Psy-Loop den Gegner automatisch. Aber der macht halt immer nur einen Gegner. Ja, und granted, man muss dafür die Leiste voll haben, die sich halt erst durch Combat auffüllt. Aber man braucht es halt nicht so oft. Also im Kern bleibt das Combat bei mir nach wie vor leider zurück als ist eine nette Grundidee, aber man braucht es halt ganz einfach nicht. Also es wird halt nicht stark genug darauf gepocht, dass man es verwenden sollte, sondern mach halt Button-Mashing und der Gegner stirbt. Punkt. Ja, das würde ich so ein bisschen unterstreichen. Also wie ziemlich vieles von Sonic Frontiers hat das Kampfsystem sehr viel Potenzial. Und ich finde, es ist wirklich eine tolle Ergänzung für ein Open-World-Sonic, da ein bisschen ein actionorientierteres Kampfsystem einfach aus dem Boden zu stampfen, dass man nicht durch die Gegend läuft und einfach Gegner Homing-Attackt und sie sterben beim ersten Schlag. Das wird sich irgendwie auch nicht richtig anfühlen, wenn man so ein bisschen einen Open-World-Fokus macht. Aber gleichzeitig ist das Kampfsystem trotz allem extrem versimpelt und teilweise auch zu versimpelt, weil... Weil? Und sich absolut keine Gedanken über das Timing machen muss. Das ist David, einfach, du warst... Ich muss dich darauf hinweisen, dass du gerade kurz weg warst. Ich war kurz weg? Warum? Oh nein. Du hast Weil gesagt und dann war Pause. Oh, okay. Nö, ich habe einfach weitergeredet. Das ist wahrscheinlich Internetstörung gewesen sein. Okay, jetzt ist die Frage, war es bei mir oder bei dir? Wir werden es auf dem Bot sehen, aber ich würde dich trotzdem darum bitten, das nochmal zu wiederholen. Okay, klar. Was habe ich gesagt? Was wollte ich sagen? Also, das Kampfsystem fühlt sich für mich, es hat auf jeden Fall Potenzial, wie extrem vieles von Sonic Frontiers. Und ich finde es auch eine echt gute Ergänzung für ein Open-World-Sonic-Setting, weil es wird sich irgendwie doch ein bisschen langweilig anfühlen, wenn das Kampfsystem einzig und allein daraus besteht, dass man auf den Gegner zurennt und eine Homing-Attack draufklatscht und der Gegner stirbt dann beim ersten Schlag. Deswegen finde ich das Kampfsystem an sich eine echt gute Ergänzung für Sonic Frontiers, aber es ist halt sehr stark versimpelt und auch nicht ganz zu Ende gedacht. Das Kampfsystem sabotiert sich in meinen Augen irgendwie ein bisschen selbst.
Und das auf der einen Seite durch den unendlichen Parry, den man hat, also dass man den Parry-Knopf einfach unendlich halten muss und da absolut kein Timing einfließen muss, was manche Kämpfe relativ hirntot gestaltet. Und auf der anderen Seite eben, weil man einfach all diese overpowered Moves hat, die die Gegner einfach komplett zusammenfalten können, dass man sich jetzt nicht irgendwie großartig Gedanken machen muss, wie man jetzt einen Encounter angeht, weil die simpelste Variante, wie wir vorher schon erwähnt haben, ist einfach ein paar Stampfattacken zu chainen, was extrem einfach ist und die meisten Gegner sind instant tot, teilweise auch die Bosse. Mhm. Also das Kampfsystem ist für mich einfach ein bisschen zu simpel und die ganzen Angriffe, die man freischalten kann, sind auch nur Variationen. Okay, David, du warst schon wieder weg. Okay, haben wir gerade Internetprobleme oder liegt das an meinem Mikro? Ich hoffe, es liegt nicht an meinem Mikro. Nee, das wäre ungünstig. Ich denke, es ist eher Internet. Ja, weil bis jetzt hat es ja auch gut funktioniert. Ha. Sollen wir vielleicht nochmal Craig neu starten? Nee, das liegt ja nicht an Craig. Ja. Du bist halt einfach weg und nicht der Bot. Okay, ja. Egal, ich probiere es einfach nochmal. Was war das okay. Letzte, was ich gesagt habe? Ich weiß es nicht mehr. Okay, also das Kampfsystem, wie gesagt, sabotiert sich einfach selbst, weil die meisten Moves sind einfach zu simpel auszuführen. Und alle Moves, die man auch zur Auswahl hat, die man im Skilltree freischalten kann, oder eine ziemlich große Anzahl der Moves, sind auch im Grunde relativ ähnliche Angriffe, die ähnlich viel Schaden machen und einen ähnlichen Zweck erfüllen. Und dementsprechend ist mir das Kampfsystem ein bisschen zu simpel, als jemand, der jetzt wirklich so Action-Kampfspiele gewöhnt ist, so Action-Hack-and-Slash-Spiele von der Marke Platinum, unter anderem Bayonetta 3, was ich aktuell spiele, wo ich einfach um einiges mehr Spaß mit diesen Kampfsystemen habe, weil sie mir einfach viel mehr abverlangen als das relativ simple Kampfsystem von Sonic Frontiers. Und klar, Sonic Frontiers ist jetzt eher auch an eine jüngere Zielgruppe zugeschnitten, das verstehe ich voll und ganz. Und dementsprechend finde ich es auch gut, dass die Option da ist, das Kampfsystem so ein bisschen simpler zu gestalten für diese Spieler dann. Aber zumindest sollte man die Option erhalten, dass man das Kampfsystem auch ein bisschen schwieriger gestalten kann. Dass man einfach im Hard Mode zum Beispiel den Parry ein paar Sekunden hat vor dem Angriff, bis man, wie man ihn halten kann. Und nicht, dass man ihn die ganze Dauer einfach halten. Vielleicht Sekundenbruchteile teilweise. Also, ich wollte gerade sagen, also ja, Sekunden wäre dann halt irgendwie keine Verbesserung. Es wäre keine große Verbesserung tatsächlich. Aber aktuell kann man ihn wirklich, keine Ahnung, eine halbe Minute lang halten und einfach chillen und warten, bis der Gegner angreift und yay, automatischer Parry und man kann sofort kontern und richtig viel Schaden machen. Wenn es irgendwie ein, zwei Sekunden werden, wäre das schon ein ziemlich starker Fortschritt. Also ja, als jemand, der Hack-and-Slash-Spiele echt gerne spielt und als Genre-Liebhaber auch, ist mir das Kampfsystem in Frontiers einfach viel zu simpel, man kann es viel zu leicht aushebeln und wie gesagt, Button-Mashing ist einfach viel einfacher, als sich mit dem Kampfsystem in irgendeiner Form auseinanderzusetzen. Und das finde ich einfach schade, aber für den ersten Versuch, für die Idee, einfach ein actionorientiertes Kampfsystem in ein Open-World-Zeug zu bringen, war es relativ solide. Also ich habe Spaß gehabt, die Gegner zu vermöbeln und einfach irgendwelche Kombos auf die Gegner drauf zu unleashen, aber es könnte besser sein. Es könnte viel besser und besser durchdachter sein. Ja, ich habe meine Meinung dazu schon gesagt, von daher. Das war jetzt im Grunde meine Meinung, also mein Bier dazu. Und dann lass uns doch einfach mal kurz über die Wächter sprechen. Ja, wenn ich da jetzt gleich von meinem letzten Punkt direkt weitermachen kann. Sorry, außer theoretisch da die Einleitung machen. Nö, mach. Die Wächter funktionieren für mich allesamt echt gut und wirklich gut, eben weil sie sich nicht nur auf das Kampfsystem selbst fokussieren, sondern weil jeder Wächter irgendwie eine andere Art bietet, wie man seinen Schwachpunkt öffnen kann. Und ich finde das echt eine extrem gute Idee, um jeden einzelnen dieser Kämpfe in einer gewissen Art interessanter zu gestalten. Und klar, nicht alles davon funktioniert. Kann man jetzt dann wirklich zu manchen Bossen stehen, wie man will. Aber bei den meisten Kämpfen war ich einfach relativ überrascht und auch positiv überrascht, wie kreativ jetzt im Grunde die Entwickler da rangegangen sind, um diesen Kampf einfach einzigartig zu gestalten im Vergleich zu den anderen Wächtern, die auf der Weltkarte rumläuft. Und man hat da tatsächlich auch einiges an Variationen verteilt auf die ganzen Inseln, die es im Spiel gibt. Aber ja, das wäre mein Punkt fürs Erste. Ja, sorry, ich habe gerade nebenher was gelesen. Ah, okay. Nicht mehr zu schliff. Nein, ich höre dir normalerweise zu, aber da kam gerade eine wichtige Nachricht rein. Okay, natürlich. Deswegen muss ich das mal schnell lesen, also habe ich deinen letzten Punkt nicht verstanden. Diesmal wirklich meine Schuld. Ja, also wie gesagt, die Wächterkämpfe gefallen mir sehr gut, einfach weil sie sehr variationsreich sind. Und es ist nicht einfach nur auf den Gegner sinnlos draufhauen mit dem Kampfsystem, das eh schon extrem simpel ist. Sondern man muss teilweise echt kreative Sachen machen, um den Schwachpunkt überhaupt erst zu öffnen. Und da haben mir ein paar dieser Varianten echt gut gefallen. Ich habe mich jedes Mal aufs Neue so ein bisschen überrascht gefühlt bei diesen ganzen Mini-Bossen. Ja, ich weiß nicht, also die Wächter funktionieren für mich gut. Ich habe aber nicht
unfassbar viel dazu zu sagen, weil es gibt nur wenige, die mir wirklich im Gedächtnis bleiben werden, glaube ich. Allen voran Ghost. Ja, Ghost war ein extrem witziger Kampf. Und vor allem, weil Ghost sehr inkonsistent war, weil es gab auf Uranus Island mehrere davon. Mhm. Und der erste, quasi fast am Anfang, der hatte Angriffe nicht, die anderen konnten. Wie zum Beispiel ein Angriff, der einen selbst fesselt. Yep. Oder ein Dash-Angriff auf Sonic zu. Die hatten andere Ghosts auf Uranus einfach, aber der erste nicht. Und weiß ich nicht. Yep, aber ich glaube, es hängt auch ein bisschen vom Level-Design ab, eben von den jeweils einzelnen Ghosts, die da auf der Weltkarte sind. Da drei Stück müssen sein. Und ansonsten war das Ding halt cool, weil einfach ein bisschen Platforming, um dann die Türme zu zerstören. Mhm. Aber der Rest war halt so, also wie man die besiegt und so, keine Frage. Aber es wirkt halt alles so super generisch. Und das ist halt generell ein Problem, was ich mit den Gegnern in Sonic Frontiers habe. Die haben halt irgendwie nicht wirklich eine Persönlichkeit. Das stimmt allerdings. Ja, also die Wächter und auch die regulären Gegner, die haben alle nicht wirklich den Vibe, der zum Beispiel jetzt die bekannten Bandics einfach haben und auch nicht die Persönlichkeit, die jetzt die Bandics haben. Sie sind relativ, keine Ahnung, sie sind relativ monoton in dem Sinn. Emotionslos, sind einfach relativ typische Standard-Roboter-Gegner, die man in jedem anderen Spiel auch in dieser Form haben könnte, in dem Sinn. Also ich meine, ich muss ehrlich sagen, ich habe auch keinen Bock, das 30. Spiel mit den immer gleichen Badniks zu sehen, keine Frage. Mhm. Aber irgendwie designtechnisch klicken die Wächter einfach nicht für mich. Mhm. Dann kommt noch erschwerend dazu, dass sie halt später recycelt werden, was ich dem Spiel nicht groß ankreiden möchte. Aber das macht sie halt noch weniger einzigartig, dadurch, dass man Ninja, Shinobi, Kunoichi und Master Ninja hat. Das ist halt viermal derselbe mit ein paar anderen Angriffen und hält halt mehr aus. Genau, und das gleiche auch mit den Turmgegnern. Also Tower hat ja auch mehrere verschiedene Variationen. Squid hat streng genommen auch mit Fortress noch eine andere Variation, die aber durchaus besser gelungen ist, finde ich. Oh ja, Fortress ist tatsächlich spaßig zu bekämpfen im Vergleich zu Squid. Aber wenn ich mir so Squid und Fortress angucke, fällt mir doch auf, man tut bei diesen Bossfights einfach nichts. Nicht viel, ne. Also man versucht nur Zähnen aufzuschließen hauptsächlich. Ja, und das Aufschließen wird einem halt unheimlich schwer durch automatisierte Sektionen, wo man nur langsamer werden kann, aber nicht schneller. Mhm. Das macht das unheimlich furchtbar und die mochte ich deswegen einfach nicht. Strider, ähnliches Problem. Also Strider würde ich mehr so in die Kategorie auch einordnen von Squid und Fortress. Fortress ist eine Mischung aus Squid und Strider. Ja, so, könnte man sagen. So gesehen. Und ja, Strider hatte eine nette Idee, dass man erst die Ringe upgrinden muss, bevor man dann in die Mitte kommt. Aber irgendwie zündet nicht. Zündet einfach nicht. Okay, ja. Nö. Würde ich ein bisschen dagegen halten. Wir haben die Kämpfe eigentlich größtenteils Spaß gemacht. Ich sage nicht, dass sie mir keinen Spaß gemacht haben, aber es ist halt einfach, je mehr Zeit jetzt so nach dem Spiel verstreicht, sehe ich doch ein bisschen Schwächen, die das halt auch hat. Und keine Ahnung, Strider hat mich dahingehend ein bisschen genervt, dass du halt viele Insta-Deaths hattest. Oh ja, also wenn man irgendwann mal da oben seine Ringe verliert, dann ist es extrem schwer, nochmal runterzukommen. Nein, nicht nur, wenn du die Ringe verlierst. Es gab so Momente, wo ich einfach gestorben bin, obwohl ich noch Ringe hatte. Okay. Und das Problem hat auch einer von den Gegnern auf Uranus, wo halt hier diese Käfer-like-Gegner. Oh, Caterpillar, ja. Genau. Man sieht einfach teilweise unheimlich schlecht, auf welcher der Rails man jetzt sein muss, damit irgendwie das triggert. Das stimmt, bei der Links habe ich mir auch schwer getan. Bei Caterpillar war das halt besonders so, okay, du musst halt die Homing-Attack machen, die funktioniert aber nur, wenn du auf derselben Rail bist, wie die Bubbles, die in der Luft fliegen, das sieht man aber erst viel zu spät, dann wechselt man rüber, wird getroffen und yeah. Bei Caterpillar hat mich auch genervt, dass der Sprung absolut kein Momentum gehabt hat. Ja. Also jedes Mal, wenn es solch gesprungen ist, ist er einfach geradeaus nach oben gehüpft, hat sich aber kaum zur Seite bewegt weiter und es hat sich echt komisch angefühlt. Da bin ich auch drüber gestolpert, weil ich wollte irgendwie ein Hindernis überspringen und Sonic macht einfach nur den Hopser nach oben und fällt dann genau auf das Hindernis rauf. Dann haben wir halt noch auf Aras Island Shark. Das ist, ja also ich finde es sehr geil in Szene gesetzt, aber das ist auch wieder so ein Kampf. Du tust einfach nichts, den ganzen Kampf über. Und das Problem ist, die Szene, wo Shark versucht, einen abzuschütteln, die zieht sich auch extrem lang. Also das ist teilweise allgemein ein bisschen das Problem mit diesen Minibossen, unter anderem auch mit Squid, dass einfach die Phasen, in denen man
relativ automatisiert nicht wirklich gar so viel machen muss, dass die sich einfach relativ stark in die Länge ziehen. Ja, also es ist halt, es hat halt schon seine Schwächen, die halt einfach gnadenlos versuchen, dass die Spielzeit ein bisschen in die Länge zu ziehen. Und das finde ich schade, weil das hätte das Spiel nicht nötig. Das bräuchte das Spiel nicht. Nee. Sumo, großes Highlight. Sumo war super. Ja, Sumo war extrem witzig. Auch weil man da im Prinzip auch nichts tut, außer ins Zeitloop und dann gegen die Bande springen. Aber das gibt mir irgendwie ein bisschen mächtigeres Gefühl einfach. Es sieht einfach cool aus. Ja. Und vor allem den Sumo dann mit einem Seilloop einfach aufzublasen und ihn dann durch die Gegend zu bashen, bis er im Grunde so einen Elektrozaun trifft. Das war schon ein recht witziger Kampf. Also warum nicht statt der 30 Ninja-Variation, warum nicht noch eine weitere Sumo-Variation? Mhm. Hätte ich schon cool gefunden. Ja? Yeah. Tank ist einfach gnadenlos nervig. Ich hasse Tank. Oh, Tank ist einer meiner Favoriten tatsächlich. Da sind wir komplett anderer Meinung. Ich finde dieses Ding halt echt einfach furchtbar. Tut mir leid. So, ja. Das schleudert dich in die Luft, dann kannst du da nur bedingt steuern, hängst die ganze Zeit in seinem Feuer. Mhm. Und irgendwie, weiß ich nicht, fand ich nicht geil. Also am Anfang ist der Kampf ein bisschen schwer zu lesen, wann man dann tatsächlich angreifen sollte und wann nicht. Und hauptsächlich soll man angreifen, wenn Tank einen dann in der Luft einfach so ein bisschen dreht und die ganzen Homing-Attack-Dienstnachrichten kommen. Also ja, das ist mir auch bewusst, aber wenn er dich in der Ecke drängt und immer dichter kommt, dann stirbst du da halt einfach, ohne dass du irgendwie was dagegen tun kannst. Ja, also die Phase, wo er irgendwie auf einen sich zudreht, da muss man halt relativ schnell und relativ flink ausweichen. Und das ist teilweise am Anfang, vor allem bei den ersten paar Versuchen, echt schwer zu lesen, wann er eigentlich welchen Angriff macht. Aber bei Tank gefällt mir einfach extrem gut, dass man ihn so schön one-cyclen kann, wenn er einen dann dreht und man fliegt um ihn rum und muss einfach ständig die Homing-Attack drücken. Wenn man da in einen richtig guten Rhythmus reinkommt und ihn im Grunde one-cyclet mit diesem Angriff, das fühlt sich extrem cool an. Das gefällt mir einfach so gut. Ja, das sehen wir dann wohl verschieden. Ich kann mit Tank nichts anfangen. Jedes Mal, wenn ich diesen Kampf ausweichen kann, weiche ich ihm aus. Ich habe jeden Tank, der auf der Map ist, einmal gemacht, einfach für meine 100%. Ende. Mache ich nicht nochmal. Ja. Nein, ist verständlich. Wie gesagt, der Kampf ist ein bisschen schwer zu lesen und relativ chaotisch auch. Wie gesagt, ich kann den Kampf lesen. Ich finde die trotzdem scheiße. Also unterstell mir bitte nicht, dass ich den Kampf nicht lesen kann, David. Ich meine, tue ich ja nicht, aber... Du legst mir das schon ein bisschen in den Mund. Nee, aber es ist so leicht, aus dieser Luftphase dann wieder rauszukommen, wenn man mal kapiert hat, wie, weil man kann ihn wirklich one-cycle in dieser Phase. Du bist nicht lange in der Luft unterwegs, wenn man genau weiß, was man machen muss. Und das ist einfach das Tolle an dem Kampf, dass man die Phase wirklich sehr schnell komplett zusammenfalten kann. Ist es wirklich toll an einem Kampf, wenn man einfach ihn schnell umgehen lassen kann, damit man den nervigen Part hinter sich hat? Wenn es sich zufriedenstellend anfühlt, dann ja, auf jeden Fall. Aber könnte man den nervigen Part nicht einfach weniger nervig gestalten? Nee, für mich ist der Part nicht nervig. Ich find's okay. Ich habe mit euch keine Ahnung. Es ist jetzt natürlich was vom üblichen Gameplay so ein bisschen weggeht, dass man Sonic durch die Luft fliegt und dann einfach einem fliegenden Gegner ausweichen muss. Aber für mich war das nicht grauenhaft. Weil ich es irgendwie durchschaut habe, war es recht witzig, da einfach durch die Gegend zu sausen. Ja, nee, für mich nicht. Ja, natürlich, ja. Unterschiedliche Geschmäcker. Also, was haben wir denn noch? Wir haben noch Spider. Spider fand ich ganz cool, hingegen der Luftpart nervig. Geht, ja. Also Spider war witzig und hat mich sehr stark an den Egg Walker erinnert, als Sonic Adventure in der ersten Phase, wo man all die beide seilucken muss. Und war okay. Also war jetzt nicht so atemberaubend, aber witzig genug. Cyber hat für mich halt dieselben Probleme wie dieses verfickte Brücken-Minispiel. Ja. Da haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen, dass... Also, ne... Du musst halt einfach da runterdiven. Und das ist halt super nervig, weil die Homing-Attack nie so anvisiert, wie du es gerne hättest. Und das sind halt Gegner und die musst du halt töten, ansonsten wirst du getroffen. Und ja. Das war meh. Mhm. Aber grundlegend, die Idee von Spider finde ich super cool. Ja, die war nett. Und ist auch einer der Bosse, die ich ganz gerne bekämpfe, wenn ich auf der Oberwelt durch die Gegend laufe. Asura lässt sich einfach, also ja, nette Idee. Ist aber ein Rohrkrepierer, weil man viel zu einfach aushebeln kann. Ja, stimmt allerdings. Obwohl, man muss relativ gutes Timing dabei haben. Also finde ich es gar nicht so schlecht, dass die Möglichkeit tatsächlich da ist. Ja, aber keine Ahnung. Asura tut halt auch nichts, außer mit seinen Armen zu schlagen. Ja, eben, ja. Asura ist relativ stationär, alles in allem. Also falls ihr den Combo Cracker Jacker Trophy noch nicht habt und sie holen wollt, macht das an Asuras Füßen. Das Ding steht halt einfach still
und tut absolut gar nichts, außer mit den Armen runterschlagen, was euch nicht trifft, weil ihr seid unter dem Vieh. Mhm. Weiß ich nicht. Es ist, also für den Anfangsboss ist es okay, aber hätten wir jetzt irgendwie später noch irgendwie verschiedene Asura-Variationen gesehen, dann wäre ich da auch nicht so begeistert gewesen. Also Asura hätte ich mir auf Aris Island gewünscht, anstelle von vielleicht Strider, weil dann hätte das Vieh tatsächlich auch den Platz, ein bisschen rumzulaufen. Ja, vielleicht. Das hätte ich so viel cooler gefunden, anstatt so ein, eigentlich steht das Ding da als Turm rum. So, ja. Das finde ich halt verschenktes Potenzial. Dann lieber Strider dahinstellen in der vielleicht einfacheren Variante für die erste Insel und Asura auf die zweite Insel verfrachten. Das hätte für mich besser funktioniert. Ja, stimmt wahrscheinlich. Weil wozu Asura Füße geben, wenn das Vieh halt eh nicht laufen kann? Ja. Ja, und damit hätten wir alle durch eigentlich. Ich glaube schon, ja. Wenn wir jetzt nicht irgendwen vergessen haben, dann, ja. Wenn wir welchen vergessen haben, dann bitte Bescheid sagen. Warte, hier steht noch Igel. Oh, Igel ist nur dieser Vogel auf Chaos Island, der nicht so, direkt mit dem ist, sondern man kann ihn halt. Er ist halt so ein bisschen stärker wie reguläre Gegner und nervig, ja. Aber will ich jetzt nicht als Mini-Boss klassifizieren. Ja, also mein Favorit ist wahrscheinlich sowohl von wie er präsentiert ist, als auch von der Kreativität her ist es Ghost. Ja, der ist ganz weit rum bei mir auch. Sehr spaßig. Und die Musik ist großartig. Die Musik ist echt cool, ja. Aber allgemein, also die Mini-Boss-Lieder sind alle auch wirklich gut gelungen. Und mir gefällt einfach, wie sie sich teilweise im Laufe des Kampfes dann entwickeln, je nachdem, ob die Schwachstelle offen ist oder nicht. Mhm. So, das wäre dann im Prinzip auch alles, was wir zu sagen haben zu den Wächtern. Genau, ja. Die Hauptbosse, also die Titanen, haben wir ja schon letzte Woche so ein bisschen abgehandelt. Welche uns da gefallen haben. Jetzt haben wir noch knapp 10 Minuten für die Story. Okay, das könnte sich ausgehen. Nö, das geht sich eher nicht aus, aber wir können ein bisschen überziehen, das passt schon. Naja, also ich habe halt auch nicht so unheimlich viel zur Story zu sagen. Das habe ich schon häufiger gesagt. So, für mich ist die Story, die bleibt zurück als, ja, nette Idee für das ganze Hintergrundzeugs. Das hat mir wirklich gefallen. Geschichte Chaos Emeralds und so weiter und so fort. Aber der Hauptplot vom Spiel, der ist halt wegwerfbar. Eggman wird zur absoluten Nebenfigur degradiert. Und das Pacing ist halt dadurch, dass man sich das Pacing quasi als Spieler und Spielerin selbst aussuchen kann, funktioniert es nicht. Das ist schade. Ja. Grundsätzlich Potenzial da. Ich mag die Arcs, die Charaktere auch während der Story durchlaufen. Aber das braucht Feinschliff in der Ausführung einfach. Darauf bricht's runter. Abgesehen halt, wie gesagt, von dem Hauptplot, weil der war einfach, sorry, der war nix. Nicht, jetzt nicht irgendwie furchtbar, es war einfach nix. So, war halt da, Punkt. Ja, also da will ich den Punkt so ein bisschen unterstreichen, dass für mich jetzt nicht der Hauptplot ins On Sonic Frontiers das große Hauptaugenmerk war für mich persönlich. Also Hauptplot war okay, es ist ein bisschen was passiert hin und wieder. Man hat einfach, Vater-Tochter-Story fand ich nett. Genau. Also die hat gut funktioniert, das wollte ich noch einwerfen. Ja, aber ja, was war jetzt mein Punkt? Moment. Die Hauptstory war nett. Ja, genau, also die Hauptstory war nett. Jetzt muss ich kurz mal zurückspulen. Und wie gesagt, man hat einfach diesen ganzen Plot herum gehabt. Was ist jetzt eigentlich mit diesem Cyberspace los? Was ist diese Stimme im Hintergrund, die einfach Sonic so anweist, hey, mach bitte das und das. Und was ist eigentlich das Motiv hinter den Taten von Sage, was ist Sages ganze Aufgabe jetzt und wie fließt sie in das Ganze mit ein? Und klar, da wird so ein bisschen ein Mysterium aufgebaut, das dann gegen Ende hin dann langsam aber sicher aufgelöst wird. Rhea Island ist da jetzt natürlich sehr maßgeblich dafür, dass man da einfach einen sehr großen Story-Content auch bekommt, während man die ganzen Türme darüber lass uns bitte gleich nochmal ausführlicher sprechen, weil da habe ich einiges zu sagen. Oh klar, ja, können wir dann gleich machen, ja. Aber ja, die Hauptstory selbst ist ein bisschen undurchsichtig, so ein bisschen, keine Ahnung, sie dümpelt halt im Hintergrund so ein bisschen durch die Gegend und im weiteren Spiel, im Laufe des Spiels, unter anderem auch durch den sehr starken Fokus auf Sage, sieht man dann halt, wie sich das alles ein bisschen entwickelt und oh nein, Plot Twist, die mysteriöse Stimme im Hintergrund, die versucht hat, Sonic anzuweisen, ist tatsächlich irgendwie, keine Ahnung, ein violetter Mond, der versucht, alles zu zerstören und der von den Ancients eingesperrt wurde und Sonic hat dadurch, dass er die Titanen auch dabei besiegt hat, also ein bisschen daran geholfen, dass diese Entity dann wieder freigeht und alles vernichten will. Also ja, Sonic war eigentlich der wahre Bösewicht an Sonic Frontiers. Oder Eggman, weil ohne Eggman wären die ja gar nicht dahin geflogen.
Natürlich, ja. Also die Sache war halt, Eggman hat alles ins Rollen gebracht und Sonic hat halt dann wieder hinter ihm aufräumen müssen und ist gleichzeitig dabei aber so auf die Art manipuliert worden, dass er den wahren Bösewicht des Spiels in die Hände gespielt hat mit allem, was er getan hat. An sich eh ein recht interessanter Ansatz für die Story. Das ist okay. Und es ist ein okayer Ansatz. Ich muss aber direkt einwerfen, die Umsetzung war halt scheiße, weil hätte Sage einmal gesagt, hey, ja, du hilfst da gerade einem bösen Ding und statt du bist mein Gegner, ich werde dir nichts sagen. Ja. Dann wäre das doch alles nicht passiert. Dann wäre nichts davon passiert. Sage hat es ja tatsächlich sogar mal in der Szene angedeutet, von wegen, hey, Sonic, was ist, wenn die Stimme da im Hintergrund eigentlich böse ist? Was, wenn du eigentlich einem bösen Wesen jetzt hilfst? Und Sonics Antwort war im Grunde, ja, okay, dann mache ich die Person halt dann danach fertig. Whatever. Weil für ihn war halt der Hauptfokus, seine Freunde zu retten. Und dadurch hat Sage sich ein bisschen selber sabotiert, dass er die Freunde von Sonic überhaupt gefangen genommen hat. Weil dadurch ist Sonic erst auf die Idee gekommen, okay, ich muss die ganzen Titanen fertig machen. Oh, jetzt sind die Titanen weg, dann muss ich jetzt die ganzen Türme abschalten. Oh, jetzt sind die Türme weg. Ups, die End ist plötzlich frei. Und ja. Was aber auch nie irgendwie in irgendeiner Form bedrohlich war. So, ja, die End ist plötzlich frei. Ich laufe jetzt halt mal noch ein paar Tage über diese Insel, weil... Der End hat es absolut nicht eilig gehabt, aus dem, keine Ahnung, richtig dann auszubrechen. Weil ja, der End ist ja befreit worden, wie die Türme deaktiviert worden sind. Aber dann hat sich der End trotzdem noch irgendwie Zeit gelassen, bis Sonic alle Chaos Emeralds gesammelt hat, um dann letztendlich mit dem letzten Titanen dann aufzusteigen. Die End hat den letzten Titanen ja im Grunde übernommen. Und erst wie der Titan dann besiegt war, ist die wahre Form von der End dann rausgekommen. Und hat dann gegen Super Sonic gekämpft und ja, keine Ahnung. Es war zeitlich gesehen, war das ein bisschen seltsam, dass die End frei war, aber dann trotzdem noch auf der letzten Insel einfach abgehangen hat, bis Sonic dann stark genug war, um die End zu besiegen. Ja, also das ist halt das, wo der Plot ultra zerbricht. Also diese ganze The End-Geschichte, die hat sich, die war lächerlich, absolut, also mit einem absolut beschissenen Pacing. Und es dann, dass das Ende viel zu gerusht, aber gleichzeitig auch viel zu wenige Stakes. Also klar, ja, oh nein, The End ist frei, aber das ist mir halt irgendwie auch erst im Weltraumkampf aufgefallen. So, oh stimmt, da war ja dieser Plotpunkt mit The End. Mhm. Ja, so, also das war vorher einfach kein Ding. Das Ding ist, wie gesagt, der Aufbau von The End war eigentlich schon relativ gut gelungen, unter anderem auch durch diese ganzen Flashback-Szenen, wo man sieht, was The End dann teilweise mit dieser Zivilisation der Ancients alles angerichtet hat und wie viel The End einfach zerstört hat. Man hat ja wirklich Szenen gesehen, wo da einfach aus dem Himmel Laser runtergeschossen sind und einfach ganze Inseln vernichtet haben. Das ist ja das, was ich vorhin meinte, so die Hintergrundstory, das, was damals passiert ist und alles, was das für das Sonic-Franchise so bedeutet. Super. Ja. Aber der Grundplot ist halt, ne? Eben, da ist The End einfach wirklich gut aufgebaut worden und man fragt sich, okay, wow, was ist das für eine Macht, die das alles angestellt hat und wie steht das mit dem Spiel in Verbindung, mit Frontiers, mit dem, was gerade passiert? Und dann kommt man Richtung Ende und es ist einfach extrem gerusht. The End ist dann einfach da und all dieser bedrohliche Aufbau fällt komplett in sich zusammen, wenn man da jetzt einfach einen violetten Mond bekämpft in einem Shoot'em-up. Und Sonic, Super Sonic dann relativ einfach dann zusammenfaltet. Das, keine Ahnung, der Aufbau am Ende ist einfach wieder komplett in sich zusammengefallen. Und der ganze Hype, der da im Vorfeld so ein bisschen aufgebaut worden ist, der war im Grunde nur, keine Ahnung, der ist einfach nicht richtig zur Geltung gekommen dann, weil das Ende einfach stark gerusht war, weil wir auch auf Uranus Island irgendwie keine Szenen mehr gehabt haben, keine zusätzlichen Szenen oder Cutscene allgemein, die auf die End noch ein bisschen weiter eingegangen sind, wo man vielleicht gesehen hätte, okay, die End macht jetzt das und das, oder es wäre deswegen und deshalb jetzt eine schlechte Idee, dass die End entkommt, um die Welt zu zerstören. Das ist alles nicht mehr rübergekommen. Es war einfach keine Bedrohlichkeit mehr vorhanden auf der letzten Insel, was eigentlich der große Höhepunkt des Spiels darstellen hätte sollen. Die End ist einfach verschwunden, hat gewartet, bis Super Sonic dann basically beim Titanen angeknüpft hat und ist dann in Aktion getreten und dann auch nur für eine kurze Cutscene. Für den QTE, wenn man jetzt auf normal und leicht spielt und für schwer hat man halt einen semi-schweren Weltraumshooter, aber der jetzt auch nicht überkompliziert war und dem ganzen Hype auch nicht wirklich gerecht worden ist, den man vorher gehabt hat zu The End. Es ist keine Ahnung. Die Story ist dem Hype sogar sehr genug, sehr, sehr, sehr ausführlich gerecht geworden, weil ich hatte keinen. Keine Ahnung. Also wo wird denn jemals wirklich Hype für The End aufgebaut? Es ist ja sogar Sonic, der dann irgendwann nach dem letzten Titan dasteht und er sagt einfach, das war's. Und ja, das ist
Ich habe in meinem Review ja so Teilüberschriften und für die Story war diese Teilüberschrift, das war's, Fragezeichen. Weil Sonic einfach es schafft, perfekt die Story zu bewerten. Ja, also wie gesagt, das ist für mich war so ein bisschen ein Aufbau schon vorhanden durch die ganzen Vergangenheitsszenen mit The End auch, wo man einfach diese Macht aus dem Himmel sieht, die alles vernichtet. Und letztendlich ist es ein violetter Mond. Wie gesagt, der Aufbau war für mich relativ gut, aber dann der Payoff letztendlich war relativ underwhelming. Man merkt, das war einfach leider, schade an der Story. Man merkt halt leider, dass Zeit fehlte. Also ja. Uranus ist halt leider, auch wenn ich es als Insel sehr gern mag, aber storytechnisch ist Uranus ein absoluter Rohrkrepierer. Ja, von vorne bis hinten. Da steht Sonic dann super entspannt immer mit Sage da und sie sprechen halt ein bisschen. Und am Ende kommt Eggman so, oh hier, ich hab den letzten Chaos Emerald, weil ja, du warst ja zu langsam. Ha, ha, ha. Wir wissen nicht einmal, wo dieser Chaos Emerald überhaupt war. Ob Eggman einfach zum letzten Titane gegangen ist und ihm den Chaos Emerald einfach rausgerissen hat. Weil die Chaos Emeralds waren ja üblicherweise immer bei den Titanen, nur beim letzten aus irgendeinem Grund nicht. Keine Ahnung. Ja, es ist einfach komisch. Also das Spiel fällt storytechnisch auf der letzten Insel einfach stark zusammen. Was, wie gesagt, schade ist, weil der Aufbau war auf jeden Fall da. Aber was ich dem Spiel jetzt auf jeden Fall storytechnisch extrem anerkennen würde und sagen würde, das hat auf jeden Fall funktioniert, sind für mich persönlich die ganzen Charakterinteraktionen. Also wie Sonic mit seinen Freunden interagiert, mit Amy, Knuckles und Tails und unter anderem auch wie er mit Sage interagiert und die ganze Vater-Tochter-Beziehung, die jetzt so ein bisschen zwischen Sage und Eggman aufgebaut wird, in der Hinsicht nicht 100% gelungen, weil es durch die Story doch ein bisschen gerusht wird. Das ist leider auch das Problem, wenn jetzt im Grunde Eggman und Sage die meiste Zeit nur in dieser einen Cyberspace-Stadt-Stage rumgammeln und kurz miteinander so ein bisschen reden und so ein bisschen Interaktion miteinander haben. Das fühlt sich jetzt nicht so an, als würden die zwei jetzt eine sehr starke Beziehung zueinander aufbauen, weil einfach nicht viel passiert in dieser Hinsicht. Aber letztendlich durch die Egg-Memos hat man da auch ein bisschen mehr Kontext dazu, was da jetzt einfach zwischen diesen Cutscenes passiert, wie sie einfach miteinander so ein bisschen interagieren, wie Eggman dann anfängt, Sage auch zu sehen und teilweise sogar Vergleiche zwischen Sage und Maria aufbaut, von wegen, ob sie sich vielleicht irgendwie ähnlich waren oder sowas in der Art. Und dementsprechend fange ich es schon an, so ein bisschen abzukaufen, dass da einfach Eggman und Sage tatsächlich so eine Vater-Tochter-Beziehung zueinander aufbauen könnten. Aber wenn man jetzt nur die Cutscene selber hat, dann kann ich verstehen, dass das vielleicht ein bisschen gerusht ist und vielleicht nicht hundertprozentig rüberkommt. Ich fand's süß, also ich finde das echt eine wirklich gute Idee, um Eggman einfach nochmal ein bisschen mehr Persönlichkeit, ein bisschen mehr Charakter zu verpassen, dass man jetzt einfach basically eine Tochter herstellt, um die er sich jetzt so ein bisschen kümmern muss und die auch eine saftere Seite von ihm hin und wieder mal hervorbringen kann. Das ist echt eine gute Idee. Aber der Aufbau in Sonic Frontiers war auch in dieser Hinsicht ein bisschen zu gerusht. Und das liegt einfach daran, dass Sage und Eggman die meiste Zeit einfach in dieser Cyberspace-Stage festgehangen sind. Mhm. Aber zwischen Sonic und Amy, Sonic und Tails, Sonic und Knuckles, großartige Interaktionen. Die Charaktere haben sich das erste Mal seit sehr vielen Jahren einfach wieder wie richtige Charaktere angefühlt. Und die Gruppe hat sich auch das erste Mal wieder angefühlt, als wären das einfach wirklich ein paar Freunde, die schon einiges miteinander erlebt haben, die einfach schon vieles miteinander durchgemacht haben und die jetzt einfach versucht zu sammeln, irgendwie eine Lösung zu finden für dieses ganze Dilemma. Und in der Hinsicht gefällt mir extrem gut, was sie auch mit Tails gemacht haben, weil die ganzen Interaktionen, die Sonic mit Tails hatte, war im Grunde eine Aufarbeitung, hauptsächlich von Tails Rolle aus Sonic Forces. Und wie wird es dann durch die Sonic Forces Diskussion so ein bisschen aufgekommen ist, ich finde Tails in Sonic Forces relativ grauenhaft. Er war wirklich ziemlich mies geschrieben in meinen Augen. Und dass Sonic Frontiers jetzt im Grunde hergegangen ist und da einfach nochmal die ganze Sache aufgearbeitet hat, in der Hinsicht, dass Tails sich selbst einfach nutzlos fühlt und einfach auch unter anderem in Sonic Forces einfach nichts mehr alleine ohne Sonic auf die Reihe gekriegt hat, dass er das dann ein bisschen anfängt zu bemängeln, Sonic teilweise sogar fragt, ob er für Sonic eine Bürde ist und alles Mögliche. Das geht schon tief rein in der Art Charakterstudie und teilweise fühlt sich's an wie so ein bisschen eine Therapiesession, wo Tails sich dann am Ende entschließt, okay, er ist zu sehr von Sonic abhängig, er muss mal alleine jetzt ein bisschen was machen und einfach mal alleine schauen, dass er sich selbst irgendwie zurechtfindet und von Sonic mal ein bisschen Abstand nimmt. Und das nimmt einfach das Character Development, was wir mit Sonic Adventure 1 und 2 gehabt haben und was danach dann irgendwie komplett zur Seite geschoben worden ist, bis zu Sonic Forces, wo basically das ganze Character Development nicht einmal mehr in irgendeiner Form relevant war, weil Tails die ganze Zeit über einfach nur ein ängstlicher Feigling war. Und
geht her und schiebt es dann wieder in die richtigen Bahnen durch Sonic Frontiers und das macht mich sehr optimistisch auf die Zukunft der Sonic Franchise, was diese Charaktere angeht und die Entwicklung, die diese Charaktere dann weiterhin machen werden. Sorry, das war jetzt ein bisschen Rant, aber genau dieser Aspekt hat mir sehr gut gefallen. Ja, also was Sonic Frontiers bei mir gemacht hat, im Hinblick auf Tails, ist mir zu sagen, dass ich Tails als Charakter einfach nicht mehr mag. Ouch, also okay. Vielleicht auch, und das ist jetzt nicht direkt eine Kritik an Sonic Frontiers, sondern mir ist halt einfach aufgefallen, dass ich Tails vielleicht noch nie wirklich so richtig cool fand als Charakter, weil ich dann auch zurückgedacht habe, so ja, er hatte einen coolen Arc in Sonic Adventure beispielsweise, aber ich fand die anderen Charaktere, wie zum Beispiel Knuckles oder Sonic, immer cooler, auch storytechnisch wesentlich interessanter, weil ja, Tails lernt auf eigenen Füßen zu stehen, war aber trotzdem irgendwie für mich immer so dieses Anhängsel an Sonic dran. Nee, er war halt immer nur der Sidekick in dem Sinn und das bemängelt Tails in Sonic Frontiers auch so ein bisschen. Ja, und genau das ist halt etwas, was mir in Sonic Frontiers aufgefallen ist. Ja, wir wissen das alle. Das muss man mir jetzt nicht irgendwie nochmal in die Nase drücken. Da gibt's coolere Sachen, die man hätte mit Tails machen können. Klar, auf jeden Fall, das, was Forces hätte aufgearbeitet werden müssen. Ja. Und ja, als Bestandteil auf jeden Fall. Aber Tails hat auch sehr viele sinnlose Interaktionen. Zum Beispiel, dass da dann diese Treasure-Spots sind, die man vorher super selten nur überhaupt mal in Cutscenes gesehen hat. Und jetzt erfahren wir da plötzlich, ja, die sieht halt jeder, dass da einfach dieses Treasure-Spot-Schild mitten in der Gegend rumsteht. Und Tails sagt dann, ja, da kann man einen Schätzer ausgraben. Und ich denke mir so, ja, danke, wusste ich schon. Das ist jetzt eine Cutscene, die brauche ich nicht. Und ich weiß nicht, dass Tails da sehr in Selbstmitleid verfallen ist, fand ich einfach mehr anstrengend als toll. Ich sehe halt durchaus deinen Punkt und da bin ich auch bei dir. Das ist halt gut, dass das aus Forces aufgearbeitet wurde, weil in Forces war Tails halt wirklich so schlecht geschrieben wie nie. Yep. Gerade auch nach Aktionen wie in Lost World, wo er mir zum Beispiel wesentlich besser gefallen hat. Er hat mir besser gefallen. Er war nicht ideal und auch schon ein bisschen komisch geschrieben, stellenweise, aber es war um einiges besser wie in Sonic Forces. Aber mir ist durch Sonic Frontiers halt einfach aufgefallen, und das ist nicht direkt die Schuld von Sonic Frontiers, um das nochmal zu sagen, sondern einfach mir ist es dadurch nur aufgefallen, dass für mich Tails eigentlich mehr irgendwie so ein Anhängsel ist als alles andere. Und dass ich eben kein großer Tails-Fan bin. Genau dasselbe leider mit Amy, obwohl ich die Interaktion zwischen denen auch recht cool fand. Das, was da war. Ja, es war also zwischen Sonic und Amy, die Interaktionen waren recht gut gelungen und auch recht nett. Aber bei Amy waren sie mir tatsächlich ein bisschen zu sehr out of character. Fast ein bisschen, würde ich behaupten. Weil Amy hat immer das Problem gehabt, dass ihr Crush mit Sonic einfach extrem stark im Vordergrund steht. Dass sie einfach in Sonic verknallt war und das in jeder Silbe erwähnen hat müssen in irgendeiner Form. Und das hat man sehr stark nach unten geschraubt und dafür bin ich auch sehr dankbar. Aber das ist irgendwie jetzt zum Opfer gekommen, was ihre übliche, relativ peppige Persönlichkeit angeht. Amy in Sonic Frontiers war mir zu langweilig, um es jetzt einmal so zu unterschreiben. Sie war jetzt nicht so irgendwie aufbrausend, wie es jetzt in anderen Spielen der Fall ist und wo sie teilweise dann auch wirklich unterhaltsamer war. Weil man kann auf der einen Seite ihre Verknalltheit durchaus ein bisschen runterschrauben, aber auf der anderen Seite ihre anderen Qualitäten auch noch scheinen lassen. Und das ist mir in Sonic Frontiers ein bisschen, keine Ahnung, sie hat sich für mich ein bisschen zu langweilig, generisch und zu un-Amy-like angefühlt, tatsächlich. Ich bin tatsächlich sehr froh, dass sie jetzt ein bisschen mehr un-Amy-like ist. Also, ich meine, ja, Amy ist sie auf jeden Fall. Amy hat halt ein Spiel gehabt, wo ich sie gut fand, und das war Adventure. Ich fand sie auch in Heroes nicht gut. In Heroes ist sie mir auch mega auf die Nerven gegangen. Obwohl da ihr bester Punkt war, dass sie halt wirklich sehr selbstbewusst war. Also das ist halt doch schon da. In der Hinsicht war sie da sehr gut geschrieben. Aber jetzt in Sonic Frontiers hat sie wieder für mich das gezeigt, was mich genervt hat. So, nicht wieder. Sie hat etwas gezeigt, was mich sehr genervt hat. Sagen wir es so. Nämlich, dass sie halt an den Coco interessiert war, um halt mit der wahren Liebe zu vereinen, bla bla bla. Ja. Muss ich ehrlich sagen, dieser Story-Arc hat mir halt gar nicht gefallen, weil da bin ich ganz auf der Seite von Sonic. So, ja, Sonic könnte halt erstmal gucken, dass er Amy und die anderen befreit.
und nicht jetzt irgendwie die große Liebe von dem Coco sucht. Ja. Und dass Amy dann da so drauf beharrt und irgendwann ist sie dann so, ja, okay, dann beeil dich mal. Aber es geht halt doch mit dieser anderen Story weiter. Das fand ich, warum? Was ist denn da beim Pacing kaputt gegangen? Ich meine, da würde ich ganz gerne noch ein bisschen Kontext dazulegen in der Hinsicht, weil die ganzen Szenen, die einzelnen Charaktere mit dem Coco haben, das sind Szenen, die extrem stark mit diesen Charakteren zu tun haben. Zum Beispiel die Coco-Story von Amy ist, ein Coco versucht die große Liebe zu finden, offensichtlich eine Verbindung zu Amy und Sonic. Bei Knuckles war es, die Cocos suchen nach dem Armführer und müssen so ein bisschen einfach durch die Gegend gelotst werden und müssen einfach Befehle erhalten. Das ist die Verbindung zu Knuckles in Sonic Forces. Und bei Tails war der Coco einfach ein Pilot, der versucht hat, Kanonen aufzubauen und dessen großer Held irgendwie nie aufgetaucht ist. Und das ist auch eine sehr starke Verbindung in Richtung Sonic Forces mit Tails selbst, wo Sonic dann irgendwann einfach weg war. Und dementsprechend macht es schon Sinn, dass die Persönlichkeiten der Charaktere und auch die weiteren Schritte, die die Charaktere setzen wollen, so ein bisschen durch diese Coco-Szenen aufgearbeitet werden, dass die Charaktere einfach durch diese Coco einfach sehen, Ähnlichkeiten erkennen und sich dann einfach sagen, okay, den Part von mir habe ich jetzt abgeschlossen damit und ich will jetzt irgendwie in was anderes machen. Ich will jetzt einfach irgendwie weiterkommen im Leben. So wie bei Tails, er will auf eigene Faust losziehen. Amy auch so ein bisschen, sie will irgendwie selbst auch auf eigene Faust losziehen und ihre Liebe mit der Welt teilen. Und bei Knuckles basically auch. Also, dass er sich so ein bisschen isoliert fühlt und einfach als der einzige übrige Ameisenigel fühlt und jetzt auch sagt, okay, er will nicht sein ganzes Leben damit verbringen, den grünen Felsen einfach zu beschützen. Er will vielleicht auch mal was von der Welt sehen. Ja, das mag ja alles richtig sein und alles auch von der Idee her gut sein. Aber was bringt mir das in Sonic Frontiers? Was tut das in irgendeiner Form für dieses angeblich so super krasse Ereignis, dass The End halt freigelegt wird? Was bringt Sonic das, auf dem Weg seine Freunde zu retten? Das unterbricht ihn doch nur. Ich fand diese Geschichten einfach nicht gut eingebaut in die Story. Okay, ja. Natürlich, das ist dann reine Geschmackssache. Also für mich selbst, mir hat es einfach gefallen, weil es einfach nach langer Zeit wieder mal nötig war, die Charaktere wieder mal in gewisse Bahnen zu lenken und einfach Konsistenz zu schaffen, was die Charaktere jetzt sind. Ja, das funktioniert gut. Ja? Also die reinen Arcs will ich halt aus einem objektiveren Standpunkt auch nicht als schlecht bezeichnen. Mhm. Ich war halt nur, gerade im Fall von Tails und Amy, war ich halt eher genervt, als dass ich da wirklich super viel draus gezogen habe. Nicht von allen Cutscenes, keine Frage. Aber von einigen, da habe ich mich schon gefragt, was bringt mir diese Cutscene jetzt? So, das ist halt irgendwie... Klar, dann, also wenn man irgendwie jetzt einfach will, dass die Hauptstory so ein bisschen weitergeht, wenn man einfach mehr zu diesen ganzen anderen Sachen erfahren will, die jetzt eigentlich in der Hauptstory passieren, dann kann es schon sein, dass diese Charakterszenen sich dann einfach ein bisschen ziehen und vielleicht sogar ein bisschen fehlplatziert anfühlen. Das kann ich verstehen, den Kritikpunkt. Ja. Und besonders auf die mit Sage trifft es halt sehr krass zu. Man erfährt halt ein bisschen was über die Starfall Islands da drinnen, aber gerade am Anfang, gerade auf Kronos Island, sind diese Bonus-Cutscenes mit Sage besonders. Die sind völlig deplatziert, weil Sage im Prinzip immer nur dasteht, ich teile keine Informationen mit dem Feind. Und Sonic sagt halt ein bisschen was dazu. Ja, Sonic versucht so hart irgendwie mit Sage befreundet zu werden oder sie einfach davon abzubringen, dass sie die ganze Zeit im Weg steht. Und Sage geht einfach absolut nicht drauf ein. Und das ist halt einfach etwas, was mir nichts gegeben hat. Das habe ich im Review anders bewertet, ganz einfach, weil das Review ein bisschen doch aus einem objektiveren Standpunkt auch entstanden ist. Aber mir persönlich hat vieles davon einfach nicht so viel gegeben. Also dabei rede ich jetzt halt mehr über die Bonus-Sachen. Weil ich fand es schon durchaus cool, halt eben auch Tails zu sehen, wie er dann halt seinen Arc durchlebt und alles. Aber es war mir ein bisschen too much und passte halt überhaupt nicht in die Hauptstory rein. Yeah. Selbiges trifft auf Knuckles zu, wobei Knuckles mir bei allem am besten gefallen hat. Oh ja, weil Knuckles und Sonic in den Interaktionen, auch wenn das animationstechnisch häufig sehr out of place wirkte, muss ich dazu sagen. Das wirkte mit dem, wie sie gesprochen haben, was sie gesprochen haben, wirkt es dann so, okay, wir sind jetzt fertig mit dem Satz, warten eine Sekunde und dann machen wir die coole Snarky-Pose. Das war einfach sehr seltsam und das ist bei Knuckles und Sonic halt am meisten aufgefallen. Mhm.
aber keine Ahnung, Knuckles und Sonic, im Internet ist das jetzt nicht ohne Grund ein Shipping. Sagen wir es so. Nicht nur jetzt, keine Sorge, das hat schon sehr lange existiert. Aber das hier war jetzt halt Hardcore-Kanonenfutter dafür. Durch Sonic Frontiers und die ganzen Interaktionen zwischen ihnen, oh ja. Also die Sonax-Shipper, die haben sehr gut gegessen mit diesem Spiel. Und das war auch einfach schön zu sehen. Also, das hat mir halt wirklich sehr viel Spaß gemacht. Jetzt mal von den Mini-Quests abgesehen, über die haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesprochen, aber die fand ich durch die Reihe weg echt furchtbar und unpassend und bitte nicht nochmal. Kriegen ist schon so ein bisschen, ja. Dann soll ich die Coco zu ihrer Mutter bringen und es ist am Ende nur das Ziegen-Minispiel aus Twilight Princess und die Coco, die zu ihrer Mutter wollen und wo ich sie gerade hinbringe, bewerfen mich einfach mit Bomben. Die werfen ich einfach Bomben. So, was? Wow, cool. Oder ja, mähen wir einfach mal den Rasen. Oh ja. Spaß. Also die Spiele waren ein bisschen nicht ganz ideal. Nette Abwechslung mit hin und wieder, aber größtenteils war das wirklich so, okay, cool, ich bin fertig, bitte lass mich das Spiel weiterspielen, ja. Danke. Und das von Knuckles fand ich irgendwie besonders out of place, also da, wo man die Coco unter den Towers hervorholen muss. Ja, und je mehr Coco man hat, desto schneller wird Sonic, anstatt dass es umgekehrt ist. Ja, aber desto schneller werden auch alle anderen und man kann nicht boosten und ich denke mir so, ja, das Spiel war ziemlich weird. Also ich finde es auch schwer in Worte zu fassen, weil eigentlich habe ich im Prinzip gar nichts gegen diese ganzen Character-Stories und eigentlich fand ich die im Grundprinzip auch cool. Aber im Gesamtkontext von Sonic Frontiers fand ich sie nicht cool und ich kann das super schwer beschreiben gerade. Ich habe keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll. Es war einfach eine Mischung aus deplatziert, ist mir auf die Nerven gegangen und wirkte ein bisschen sehr aufgesetzt. Ich meine, klar, es wirkt sehr aufgesetzt, weil Ian Flynn es wahrscheinlich einfach ein starkes Anliegen war, die Charaktere einfach wieder mal in die richtige Bahnen zu lenken. Nachdem die Charaktere in den letzten Spielen überall immer so ein bisschen hin und her und out of place teilweise sogar waren. Ich glaube, Ian Flynn wollte was für zukünftige Spiele noch aufbauen und hat halt erstmal alles so dafür in die Wege geleitet. Sorry, ja. Ich glaube, das größte Problem an dem Ganzen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke und auch, dass mir vieles mehr nervig vorkam als alles andere, ist wirklich das Pacing. Und das Pacing ist ja nichts, was jetzt das Spiel direkt macht, sondern das Pacing gibt einem als Spieler oder Spielerin alle Möglichkeiten an die Hand, das Pacing selbst zu bestimmen. Und das ist das große Problem, weil dadurch kommt es halt entweder so, dass alles direkt hintereinander gesehen wird oder in viel zu großen Abständen gesehen wird. Ja, das stimmt schon. Ja, das Open-World-Pacing, das sorgt dafür, dass die Szenen sich entweder zu weit auseinander anfühlen oder zu nah beieinander, je nachdem, wie man das Spiel dann wirklich spielt. Ja. Und das zu nah beieinander, hätte ich nicht gedacht, dass das ein Problem wird. Aber jetzt, ich habe das Spiel jetzt irgendwie 5-mal durchgespielt. Mhm. Das zu nah beieinander ist tatsächlich schlimmer als das zu weit auseinander. Mhm. Weil auch die Reihenfolge durchaus entscheidend ist teilweise. Ja. So, wenn ich dann halt auf den Turm auf Chronos Island gehe und da redet Sage über den Titanen, den ich aber schon zwei Inseln, also ich habe ja dann schon zwei Inseln weitergespielt, gehe zurück auf diese Insel, mach doch mal diese Bonus-Cutscene und dann erzählt Sage über den Titanen, der da im Hintergrund auch noch steht, aber ich habe ihn schon lange getötet. Ja. Das sind einfach Sachen, das müsste irgendwie besser gelöst werden, finde ich. Ja, für den ersten Versuch, alright, aber das mit dem Do-It-Yourself-Pacing passt nicht in diese Sonic-Geschichte. Wenn man da halt sagen muss, diese ganzen Side-Character-Cut-Szenen, die sind halt optional und die sind jetzt auch, fließen auch nicht so stark. Ja, aber auch der Rest passt auch nicht. Ja, also, wenn du halt dann zwischendurch, du sammelst halt alles, was auf dieser Insel da ist, bevor du irgendwie die Chaos Emeralds holst. Und dann wirst du plötzlich mit einer Eggman-Cutscene nach der anderen zugeballert. Ja, und Sage erzählt Eggman, wie Sonic von dem Titanen auf die Fresse bekommen hat, auf der zweiten Insel, was eigentlich auf der ersten Insel spielen sollte schon. Und das ist ein sehr schwer zu beschreibendes Phänomen. Das habe ich auch so in keinem Videospiel bisher gesehen, dass die Reihenfolge so wirr werden kann. Hat sie durchaus, ja. Also mir ist auch schon passiert, dass irgendwie zwei Eggman-Szenen einfach gleichzeitig abgespielt haben, weil ich einfach in der Oberwelt einen gewissen Pfad gefolgt bin und dann plötzlich zwei Sachen relativ nah beieinander gemacht habe und dann spielen plötzlich zwei Eggman-Szenen hintereinander. Es ist ein bisschen hin und her, ja.
Und ich glaube, darauf bricht halt vieles runter, was meine Kritik auch an den einzelnen Stories ist, wie gesagt. Mhm. Also wenn ich halt jetzt die ganzen Amy-Story-Points ablaufe, ja, dann ist diese Coco-Story unfassbar anstrengend, ergibt zwischendurch nicht mehr richtig Sinn, weil, oh ja, ich werde diesem Coco helfen, 2 Sekunden später, oh ja, hier ist noch ein Coco, die Kinder sind weg, ja, wir müssen jetzt erstmal das machen. Und dann kommt da Sage irgendwie rein und wenn man das alles der Reihe nach abläuft, funktioniert das einfach nicht. Da brauchst du halt eben Platz dazwischen und wie gesagt, schwer zu beschreiben alles. Ja, stimmt schon. Also das Pacing bei Open-World-Spielen ist Story-Pacing immer so ein bisschen ein Problem und immer eine Schwierigkeit. Open-Zone, das ist doch voll was anderes als Open-World. Natürlich, komplett anders. Definitiv nicht vergleichbar. Aber ja, das Pacing ist doch immer ein bisschen ein Problem bei solchen Spielen. Nicht nur bei Sonic natürlich. Ja. Und etwas, was wir zur Story noch erwähnen müssen, oh ja? Das geht jetzt nämlich ein bisschen auf Twitter steil. Das Portal 3.7 ist von Anfang an frei. Mhm. Und eine gängige Theorie ist, Knuckles ist da gelandet. Oh, echt? Okay. Also 3.7 ist... Auf Chaos. Aha. Das müsste das Portal sein, wo Fortress drüber fliegt, hinter der Brücke. Mhm. Ich weiß, ich glaube nicht, dass das halt so passt, aber es sind halt ein paar Portale frei. Auch 1.7, 1.5, das City Escape Level, das auf dieser isolierten Insel steht. Das ist ja auch von Anfang an frei. Okay, interessant. Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Ja. Und ich weiß jetzt halt nicht, warum die frei sind, aber es ist halt schon cool. Ich meine, 1.1, ganz logisch, das hat Eggman aktiviert. Da ist Eggman in den Cyberspace gekommen. Genau, ja. Die anderen, vielleicht gibt es da auch noch irgendwelche versteckten Erklärungen für. Und das, auf einem muss Knuckles gelandet sein. Und 3.7 wäre da schon das Passendste. Ja, würde sich anbieten. Man hat ja auch gesehen, dass er so ein bisschen auf der Klippe war im Animations. Mhm. Aber ja, so ein Knuckles-Story, wie gesagt, mein absolutes Highlight. Also Knuckles und Sonic hat man in dieser Form noch sehr lange nicht mehr gesehen. Ja, einfach diese typische, sie seien Rivalen und sie giften sich ständig gegenseitig an. Aber in Wirklichkeit haben sie sich extrem gern und sagen das auch hin und wieder. Ich glaube, das letzte Mal, dass man das so gesehen hat, war in Sonic Adventure 1. Ja, es ist echt eine gute Weile her, dass man einfach diese wirklich unterhaltsame Dynamik zwischen den beiden gehabt hat. Und dementsprechend fühlt sich Sonic Frontiers auch für mich, was Charakterinteraktion angeht, extrem gut an. Also das beste Spiel in dieser Hinsicht seit den Adventure-Spielen, ja. Knuckles ist auch tatsächlich der einzige Charakter, wo meiner Meinung nach das Pacing nicht völlig kaputt bricht. Mhm. Also ich weiß nicht wie, aber sie haben es da besser hingekriegt als bei den anderen. Okay, ja. Wahrscheinlich, weil die Story auch so ein bisschen mehr damit zu tun hat, wo man sich gerade befindet. Das ist ja bei den anderen Charakteren weniger der Fall. Ja, nicht immer, ja, stimmt. Sondern es ist halt doch schon zum großen Teil dann, ja, dann sind hier so eine komischen großen Schussanlagen, da ist dann eine Mauer, ein großer Wall als ein Schutzwall. Mhm. Knuckles ist halt schon ein bisschen mehr darauf abgestimmt und dann sowieso etwas, was halt von der Struktur her an den Master Emerald Schrein erinnert. Mhm, ja. So, das fand ich dann besser gelöst. Mhm. Ich glaube, das könnte der Grund sein, warum das einfach für mich besser funktioniert hat auch. Naja. Ja, ja. Ah, nee. Also, wie gesagt, zusammenfassend kann man sagen, glaube ich, zu Sonic Frontiers, die Charakterinteraktionen für mich persönlich top. Also mitunter, wie gesagt, das Beste seit Sonic Adventure. Und stark verbessert gegenüber Vorgängern. Wenn es auch vielleicht aufgrund des Pacings nicht immer zündet, würde ich sagen. Genau, ja. Und die hauptsächliche Story, da schneiden sich ein bisschen die Geister. Ich kann verstehen, dass manche Fans jetzt im Grunde kritisieren, dass die aufgebaute Beziehung zwischen Eggman und Sage jetzt nicht 100% funktioniert hat, weil es einfach zu gerusht war. Kann ich verstehen. Und auch Sachen wie der Hauptplot, dass der einfach gegen Ende hin komplett so in sich zusammenfällt, wie ein, keine Ahnung, wie ein Luftballon, den man zerplatzt. Das ist auch schade. Aber letztendlich bin ich persönlich als jemand, der Charakterinteraktionen zwischen den einzelnen Charakteren sehr gerne hat. Und da gerne auch mal seine eigenen Interpretationen und alles rein analysiert, bin ich echt zufrieden mit Sonic Frontiers als Story. Aber und ich bin auch gespannt, wie manche Sachen sich jetzt auch weiterentwickeln werden. Ob wir Sage nochmal wiedersehen werden, die sich ja am Ende geopfert hat, scheinbar. Aber dann kommt am Ende raus, nope, Eggman kann sie zurückholen und sie lebt tatsächlich wieder. Also das finde ich auch interessant, ob Sage da jetzt in den kommenden Spielen auch nochmal vorkommen wird. Ich würde es sehr stark begrüßen. Wir müssen nochmal über einen Satz reden. Oh, ja. Der Anfang vom The End-Boss-Kampf, wo Sonic dann sagt, ja, er hat euch eure Heimat geraubt und so. Zu wem redet er? Zu wem? Ja,
Das ist ein bisschen komisch. Ich habe das so interpretiert, dass er irgendwie zu den Ancients redet, die in den Titanen waren, aber die jetzt eigentlich nicht mehr wirklich leben, weil, keine Ahnung, das sind alle, entweder Sonic hat sie getötet oder halt erledigt, nachdem er die Titanen fertig gemacht hat, oder sie sind damals schon alle gestorben, wie die End im Grunde die Titanen dann übernommen hat. Ja, also das habe ich einfach, das fühlt sich immer noch, ich glaube, ich habe es letzte Woche schon erwähnt, oder? Das fühlt sich einfach nicht passend an. Es ist seltsam, ja, es ist einfach so eine Motivationsansprache an Personen, die nicht im Raum sind aktuell. Aus irgendeinem Grund. Wo soll ich motivieren will? Oder, ja? Das ist ja etwas, was wenigstens impliziert wird, auch durch die Post-Credit-Scene. Sage hat die ganzen Erinnerungen, Seelen, was auch immer das jetzt war, der Coco in sich aufgenommen. Es kann natürlich auch sein, ja. Dadurch, dass ich einfach im Cyberspace frei unterwegs war und da alle Daten aufgenommen hat. Sie hat ja dann auch dieses, sie wird ja dann auch blau. Genau, ja. Und wenn sie quasi wiederbelebt wird, erscheint das Rangers, das Zap, whatever Symbol, also das Symbol der Coco, wenn sie verschwinden. Also. Ja. Hä? Ich habe auch keine Ahnung noch wirklich, was dieses Symbol jetzt tatsächlich bedeutet. Ja? Also das ist auch ein Ding, wo ich mir vorstellen könnte, dass irgendein späteres Sonic-Spiel es vielleicht nochmal aufgreifen könnte. Ja, hoffentlich. Genauso mit The End selbst, weil The End redet ja im Kampf auch darüber, dass Sonic gerade nur eine Inkarnation davon bekämpft und The End eigentlich noch irgendwo weiter existiert. Und dementsprechend könnte das auch nochmal aufgegriffen werden. Was ich auch sehr interessant fand in diesem Kampf, war einfach, wie The End einfach irgendwann mit drin mal sagt, I am infinite. Und die Stimme wechselt da im Laufe des Kampfes auch zu so einer Stimme, wie sie relativ ähnlich zu Infinite selbst wirkt, als Sonic Forces. Und klar, das I am infinite war jetzt mehr so auszulegen von wegen, ich bin unendlich. Unendlich. Genau, also nicht der Charakter Infinite. Aber das war für mich doch irgendwie so ein bisschen eine kleine Anspielung, die man vielleicht auch mit durch die Stimme so ein bisschen in die Richtung interpretieren könnte. Und wer weiß, vielleicht hat die End irgendwas mit dem Phantom Ruby zu schaffen, weil man weiß auch nicht wirklich, woher der Phantom Ruby gekommen ist. Ich möchte heute einfach nie wieder was über Infinite und diesen scheiß Phantom Ruby hören. Können wir das bitte einfach begraben? Danke. Ja. Aber wenn es irgendwann nochmal aufgegriffen wird, dann will ich... Nein, bitte nicht. Bitte lass diesen Plot sterben. Aber klar, wenn man es aussuchen könnte, dann bin ich auch dafür. Infinite hat, so wie er in Sonic Forces war, als Charakter nicht funktioniert. Ich will ihn nicht wiedersehen. Aber irgendwie ist bekannt dafür, dass er irgendwie so Charaktere, die in den Spielen nicht funktionieren, aufgreift und sie irgendwie zusammenknetet, dass sie dann funktionieren. Ja, aber ich habe keinen Bock. Jetzt für jedes einzelne Sonic-Spiel, die Fans während des ganzen Hype-Zeitraums vor dem Release zu hören, oh, Infinite ist im Spiel, Infinite ist bestimmt im Spiel. Oh ja, bitte baut Infinite ein. Wenn Infinite nicht drin ist, ist das ein Scheißspiel. Weil das ist bei Sonic Frontiers passiert. Und ich habe nicht umsonst im Interview mit Izuka-san gefragt, haben Sage und Infinite irgendwas miteinander zu tun? Die klare Antwort war nein. Und die Fans waren immer noch, oh mein Gott, irgendwas müssen sie miteinander zu tun haben. Irgendwas muss hier mit Phantom Ruby und bla. Bitte, lass diesen Charakter sterben. Ja, Infinite hat eine sehr, sehr starke Fanbase. Kriegt man immer wieder mit. Er hat ein cooles Design. Er hat eine nicht erzählte Hintergrundstory. Ja. Punkt. Also teils erzählte durch den Prequel-Comic, aber whatever. Das war jetzt nicht wirklich. Ja, groß. Und ein bisschen über Episode Shadow, weil er hatte seine Maske erst, weil er ja schwach war und zu schwach, um sein Gesicht zu zeigen. Und das war so scheiße. Ja, das war echt mies. Also bitte an alle Fans da draußen, ich weiß, ihr mögt Infinite, aber lasst ihn sterben. Ich glaube, der Verlag schafft ihn zu viel. Es gibt heute noch sehr viele Leute, die Freedom Fighters aus den Archie-Tank zurückkommen. Die möchte ich tatsächlich auch gerne wieder haben. So zumindest die Post-Relaunch-Dinger. Mhm. Aber ja, ich möchte jetzt auch die Seti nicht nochmal sehen. Ich möchte auch die Wisps bitte nicht wieder sehen. Übrigens, großes Plus, dass sie nicht da waren. Ich mag die Wisps nämlich nicht. Ich mag die Wisps nicht, weil sie Sonics Gameplay genommen haben und plötzlich waren die Wisps dafür verantwortlich, dass er die Dinge konnte wie einen Spin-Dash. Ja. Also, keine Ahnung, Chaos und Tika sind halt Staples so in der ganzen Franchise geworden, von mir aus. Also, die sind halt doch immer mal wieder drin gewesen, auch in mehreren Spielen. Beispielsweise Sonic Battle war Chaos ein großer Bestandteil. Mhm. Aber ja, so, bitte nicht Infinite. Wir sollten uns echt einer positiven Zukunft zuwenden und nicht gucken, dass es so endet wie Sonic 06. Oh ja, oh ja. Das war jetzt ein kleiner Rant, es tut mir leid. Alles gut. Keine Sorge, ich bin auch kein Fan von Infinite.
Ich kann es verstehen, aber es war halt eine relativ eindeutige Anspielung an ihn im Spiel auch dabei. Es war, glaube ich, sogar sein Sprecher. Keine Ahnung, ob sie tatsächlich Liam O'Brien dafür hergehört haben für diese Line. Aber er ist nämlich nicht gecredited worden tatsächlich. Deswegen bin ich mir jetzt nicht sicher, wer die Enter am Ende tatsächlich gesprochen hat mit dieser männlichen Stimme. Aber ja, könnte natürlich sein, dass sie Liam O'Brien dafür schnell hergeholt haben. So, aber wir sollten jetzt langsam tatsächlich zum Ende kommen, glaube ich. Yep. Du hast dein Fazit schon gesagt, ich habe mein Fazit am Anfang gesagt. Ja. Die Sonic Frontiers Story an sich, sie funktioniert. Der Hauptplot ist halt meh. Die Hintergrundsachen sind ziemlich cool. Charakterinteraktion ein Highlight, wenn richtig gepaced, was hier nicht immer der Fall war. Und ja, ich weiß, ich habe sehr viel gemeckert. Dafür vielleicht eine kleine Entschuldigung. Das liegt auch ein bisschen daran, dass ich jetzt seit Wochen so viel über dieses Spiel sage. So, ich habe mein 7000-Wörter-Review geschrieben. Ich habe das hier im Podcast gereviewt. Wir haben letzte Woche schon viel drüber gesprochen. Wir sprechen in Livestreams drüber. Ich spreche jetzt nochmal drüber. Yep. Langsam geht doch sehr stark die Luft aus. Mhm. Muss man einfach mal so sagen, wie es ist. Und deswegen ist es irgendwie dann leichter, sich an die negativen Aspekte zu erinnern, als an die positiven. Ja, die bleiben einem doch so ein bisschen eher im Kopf noch hängen, ja. Das stimmt einfach. Und ja, also ich brauche jetzt dann bald, gut, wir streamen jetzt jeden Donnerstag live Sonic Frontiers, 20 Uhr, twitch.tv/rookie185. Yep, schaut gerne vorbei. Wir haben auch letzte Woche schon ein kleines Glitch-Showcase gemacht. So ein kleines Anhängsel, weil wir ein bisschen früher mit Sonic Unleashed fertig geworden sind, so in dem Sinn. Und ja, dadurch, weiß ich nicht, wird mich das Spiel noch ein bisschen begleiten, aber ich werde halt gucken, dass ich jetzt trotzdem außerhalb dieser Livestreams ein bisschen Abstand vom Spiel gewinne, weil ansonsten wird das bald wirklich sehr negativ. Okay, ja. Und das möchte ich nicht, weil das hat das Spiel nicht verdient. Nee. Das hat das Spiel absolut nicht verdient. Es ist auf jeden Fall, in dem Fall jetzt wirklich ein großer Schritt in die richtige Richtung. Ich bleibe bei meiner Wertung von 7,5. Setze ich meine Sonic-Fanbrille auf, ist es eine 8 bis 8,5. Würde ich so unterstreichen, ja. Es macht nicht zwingend mehr richtig, als es falsch macht. Ich habe ja auch im Review geschrieben, eher genauso viel macht es falsch wie halt richtig. Aber das, was es richtig macht, gewichtet deutlich höher. Und das macht es halt deutlich mehr richtig, als die Dinge falsch, die es falsch macht. Ergibt das Sinn? Ich weiß es nicht. Wir sprechen zu lange. Ja, das wird schwierig mit Worten. Deswegen kauft euch Sonic Frontiers. Für Sonic-Fans ist das Ding wirklich, wirklich grandios. Und für den Preis, den es aktuell kostet, nämlich so circa 35 bis 40 Euro, ist es auch für die Leute, die noch keine Sonic-Fans sind, durchaus mindestens einen Blick wert. So, nächste Woche. Ich habe überlegt, ob wir David ins kalte Wasser schmeißen, dass David mit anderen Leuten vom Spin Dash eine Folge macht. Yep. Ich glaube aber, das ist ein bisschen viel auf einmal. Ja, keine Ahnung, ob ich das alleine schon hinkriege. Ich glaube, sehr heftiges Lampenwasser. Das hat er mir nämlich letzte Woche schon gesagt, dann habe ich überlegt und überlegt, weil ich bin nächste Woche nicht da, also am Wochenende, weil ich zu meiner Familie fahre das Wochenende und heißt, nächste Woche wird es entweder keine oder eine verspätete Folge geben. Es hängt davon ab, ob wir den Montagabend oder so vielleicht noch Zeit finden, was aufzunehmen. Dann kommt die Folge in der Woche, so ganz kurz als News-Rückblick-Folge. Ja. Aber andernfalls lassen wir sie ausfallen und dann gibt es uns übernächste Woche wieder. Was aber nicht ausfällt, ist auf jeden Fall der Stream am Donnerstag um 20 Uhr auf Twitch. Ja. Und falls ihr also Sehnsucht nach uns habt, dann schaut doch gerne da vorbei. Und da David jetzt langsam wirklich los muss, glaube ich. Ja, so langsam war es sicher. Das wird ein bisschen knapp mit dem Racing-Turnier, das wir heute noch haben. Hoffe ich jetzt einfach, dass euch die Folge, auch wenn ich sehr negativ war, gefallen hat. Und wir hören uns dann. Ich habe es ein bisschen ausbalanciert, vielleicht so teilweise. Obwohl ich auch stellenweise ein bisschen negativ war. Also, es gleicht sich alles aus. Und wir hören uns dann voraussichtlich in spätestens 2 Wochen wieder. Macht euch eine schöne Woche und auf Wiedersehen. Macht es gut. Habt schöne 1 bis 2 Wochen. Wir hören uns hoffentlich zu den Livestreams. Und jetzt zum Abschluss natürlich noch der Outro-Song von Sebo Lambs und der Band Das Güldene Loch. Auf Wiedersehen. Bis dann. Wenn wir den schnellsten Igel auf dieser Welt, der einfach allen hilft und danach macht, was ihm gefällt. Oh ja. Sonic kann Spiele, Filme, Serien und noch mehr. Sich das alles zu merken, fällt mir schwer.
sind erst dabei. Die sind ein wahres Enzyklopädia, die zwei. Drum abonniert, damit ihr nichts mehr verpasst. Und schaut